So, Freunde. Und da wären wir auch schon wieder endlich zurück bei The Sims 4 wieder. Gestern haben wir ja nur ganz kurz gespielt, ne? Man kennt's. So, Wenzel, die sind auch wieder am Start. Es ist Nachmittag, das heißt, sie werden wahrscheinlich ein bisschen mehr abgehen als sonst, aber ihr kennt das ja. Wir machen heute ein bisschen Hausbau. Und zwar habe ich mir gedacht, könnten wir das in Newcrest machen weiter. Wir haben noch Dr. Mengelsim, der ist noch nicht ganz erstellt. Und ich würde sagen, vielleicht bauen wir den einfach da mal ein Haus, ne? Mir geht's super, Miss Benji. Mir geht's super. Newcrest habe ich gesagt, naja. Also die Stadt wird langsam voll, das hier wollte ich by the way noch wegmachen irgendwann. Weil die DBD-WG oder... Haus-DBD-WG, das stimmt nicht mal so ganz, ne? Weil es ist ja nicht die DBD-WG gewesen, sondern eher das hier. Community-WG, aber gut. Deswegen würde ich das Haus tatsächlich irgendwann mal wegmachen. Wir haben dann hier noch ein Grundstück frei und hier noch ein großes. Ich weiß noch nicht, was da noch hinkommt. Und hier haben wir von dem lieben Dr. Mengel theoretisch, den wir immer noch nicht fertig erstellt haben. Just saying. Noch ein wunderbares Wohngrundstück, was ja hier auch in der Nähe von den ganzen Häusern ist. Deswegen würde ich hier ganz gerne noch ein schönes Haus entzaubern. So, der ist zu Hause. Ich glaube, wir müssen überspielen, ne? Damit wir uns das Geld notfalls irgendwie geben können oder so. Die Wellen-City tun schon wieder so, als würden sie den ganzen Tag geschwiegen haben. Allerdings sind die vorhin auch, als ich Beat selber gespielt habe, damit ich auch mal wieder meine tägliche Dosis Sport bekomme, oder wöchentliche eher gesagt, habe ich genau gemerkt, ne, wie die abgegangen sind. Also ich soll mal nicht so lügen. So, bearbeiten. Jetzt stimmt's, ne? Beziehungsweise wir können uns auch einfach ganz viel Geld geben, I guess. Ich kann eh auf Tag auch machen. Alles so, alles gut. So, das hier ist momentan die Lage. Hier haben wir unseren Heiratspark, den ich vielleicht auch nochmal überarbeiten werde irgendwann mal. Hier hatten wir auch mal ein Haus gebaut. An das erinnere ich mich ehrlich gesagt kaum. Und hier direkt daneben wohnen ja die liebe Sarah und der liebe Jonas. Ich würde natürlich etwas im ähnlichen Baustil machen. Das hier war kein Tiny House. Ich würde hier tatsächlich, glaube ich, auch kein Tiny House bauen. Sondern einfach ein schönes, großes, angenehmes Haus. Und ich wollte mal wieder probieren. Wir werden jetzt wahrscheinlich wieder eine Stunde rumprobieren, bis ich überhaupt einen Grundriss finde. Vielleicht sollte ich mir auch mal diese Challenge machen. Es gibt diese komische Challenge, ich weiß nicht, wie die heißt. Irgendwie so, da bekommst du so einen... so einen Bauklotz. Hier, Shell Challenge heißt das, genau. Hashtag Difficult. Das sieht wirklich ein bisschen schwierig aus. Lol. Da machst du gefühlt irgendwelche... Ich habe das Gefühl, für diese Shell Challenge... machst du gefühlt irgendwelche random Formen übereinander und sag, ja, mach jetzt ein Haus drauf. Das war wohl meine Shell Alert, wenn man das hier anguckt. Sieht echt hübsch aus. Das ist cool. Sowas ähnliches würde ich halt auch gerne mal wieder bauen. Allerdings hätte ich gerne in meinem Dach halt mal wieder einen Raum. So wie wir es bei dem ersten Haus irgendwie der DBD-WG mal hatten, glaube ich. Sowas würde ich gerne wieder bauen. Wir gucken mal, ob wir irgendwie sowas hinbekommen. Mache ich auch wieder eher einen Hintergarten. Der Hintergarten hier ist gefühlt kleiner ausgefallen. Wir haben hier eher einen kleinen Vorgarten gehabt. So ein kleiner Vorgarten wäre hier vielleicht auch ganz hübsch. Muss ich zugeben. Ich würde den nicht genauso machen wie da. Aber wäre hübsch. Wäre doch schon sehr hübsch. Angenommen, wir machen eine kleine Veranda. Und sagen mal, die ist hier an der Seite. Fundament machen wir so erstmal. So, dann haben wir hier den Eingang zu dem Haus. Ich denke, dieses Mal werde ich auch nicht so übertriebene Formen tatsächlich nehmen. Vielleicht gehe ich mal ein bisschen back to basic. Nicht unbedingt immer auf schief und alles gehen. Das macht nämlich, glaube ich, mein Vorhaben etwas schwieriger, wenn ich das machen würde. So. Ich habe fast das Gefühl, man bräuchte ein größeres Volumen vom Haus, wenn man das mit dem einen Dach so machen will, ne? Wir gucken mal. Wir gucken mal, was bei rauskommt und huch. Das war so nicht geplant, aber okay, wir verbinden das mal nochmal. Zack. So.
Das hier haben wir auch noch. Wie gesagt, hier oben hätte ich gerne so kleine Dächer. Ich habe das Gefühl, das ist vielleicht sogar ein bisschen zu klein, das Grundstück für sowas. Aber wir gucken mal. Angenommen, wie groß macht man die nochmal? Aber ich habe das schon so lange nicht mehr gemacht. Dass es unsymmetrisch ist, triggert mich jetzt schon. Da muss ich was gegen machen, glaube ich. Vielleicht eher auf 2. So, jetzt bin ich wirklich da. Ich hasse Technik. Hä, hast du schon geschrieben, dass du da bist? Ich habe es nämlich nicht gesehen, falls du schon geschrieben hast. So leid es mir tut. Ist mir nicht aufgefallen. Ja, du hast gecampt. Ach so. Nee, habe ich nicht gesehen. Ich hatte den Chat, glaube ich, aber auch noch nicht so lange offen. Boah, das passt mir schon wieder irgendwie gar nicht. Aber schön, dass du gecampt hast, Alex. Freut mich. Ich hätte vielleicht... Vielleicht sollten wir hier mal tatsächlich mehr Platz lassen. Damit man da auch ordentlich mal hintergehen könnte. Hier könnte man dann auch noch einen Gartenzaun lang packen, theoretisch. Ich plane gerade schon voraus, man merkt's. Bin mal gespannt, wie das funktioniert. Wahrscheinlich überhaupt nicht. Aber wir testen es einfach mal aus. Ich muss mal wirklich testen. Ich muss das erstmal wirklich alle testen. So, ich brauche hier dann so ein Dach. Konnte man auch Dachschrägen machen? Wie gesagt, ich habe da schon so lange nicht mehr gebaut. Ich weiß nichts mehr von solchen Häuserarten. Jetzt. Wie sieht das gerade aus? Okay. Das macht keinen Sinn. Wird wieder ein bisschen Rumprobiererei, ich sag's euch, ne? Ich warne euch schon mal vor. Wird erstmal noch ein bisschen Rumprobiererei. Gab's nicht? Warte mal, irgendjemand meinte doch... Ah, war das mit Shift? Nee. Hä? Meint denn nicht irgendjemand, dass ich irgendeine Taste drücken kann, um das hier genauer zu verschieben? Weil ich würde das gerne genau da drin. Nein. Wie ging denn das nochmal? Gab es da nicht irgendeine Tastenkombination? Ich hätte schwören können, mich hatte da irgendjemand mal bei den Dächern informiert, dass da irgendwelche besonderen Dinge gehen. Die ich alle schon wieder längst vergessen habe. Ah, vielleicht hilft das ja auch schon. Vielleicht mache ich es einfach wieder hier so ein bisschen Cheater-mäßig. Schieb das hier jetzt so zusammen. Aha. Outplayed-Spiel. Outplayed. Ich weiß nicht, ob es da eine einfachere Möglichkeit gibt als das, aber es funktioniert. I guess. So. Und ich meine, solange es funktioniert, ist ja die Hauptsache, hätte ich jetzt gesagt.
Ich bin mir nur noch nicht so ganz sicher über das hier jetzt. Was machen wir damit jetzt? Vielleicht hätte ich das anders machen sollen. Und hallo Audrey, wie geht's? Wir machen jetzt ein bisschen entspannte Bau-Action. Ich hoffe, du hast Zeit und sehr viel Zeit mitgebracht. Zeit und Geduld. Ich will irgendwas Cooles machen damit. Ich weiß noch nicht was, aber irgendwas Cooles. Hauptsache, es ist cool. Und Hallöchen, Krimi! Ich baue gerade mit Dächern. Wird nicht so gut wie deins, aber ich versuch's. Ich gebe mir wirklich sehr viel Mühe, wie du siehst. Oh, ich hasse es, wenn das passiert. Ich hatte das Gefühl, eins weiter reinschieben sollen. Uff. Gab's nicht da auch... Warte mal, es gab doch dieses eine, vielleicht kann ich mit dem arbeiten, wait a minute. Es gab dieses eine, was auch an sich so war, aber hier an der Seite flach. Nein, nicht das hier. Wo ist denn das? Das hier. Dann drehe ich das mal einmal hier so. Das wird zwar wahrscheinlich trotzdem nicht wirklich so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Wobei... Wobei, guck mal, das hier kann man auch nochmal rausschieben. Ach so, okay, das war aber das, was ich ja nicht machen wollte. Vielleicht sind die beiden auch zu nah ineinander, dass das deswegen irgendwie nicht so geil aussieht. Vielleicht baue ich das doch nochmal ein bisschen um hier. Ich mag das hier, wie gesagt. Sowas wollte ich halt unbedingt mal wieder haben. Bin mir auch nicht sicher, wie wir das bei dem DVD-Haus gemacht haben. Wenn wir schwören können, da haben wir es wahrscheinlich sogar ganz anders gemacht. Hallo Kitsune. Hört sich gut an. Ja, wir brauchen immer 10 Jahre, bis wir irgendwie ein Fundament haben, was mir einigermaßen gefällt. Und dann gucken wir mal weiter. Also mal schauen. Wie habe ich das sonst immer gebaut? Ich hätte schwören können, dass ich es tatsächlich auch mal einfach so gebaut habe. Weil das scheint ja auch zu funktionieren. Guck mal. Ich bin mir fast sogar sicher, dass ich es irgendwann mal sogar so gebaut habe. Aber das ist, glaube ich, auch nicht das Wahre. Ich frage mich nicht, wie ich es im WG-Haus gemacht habe. Das war das letzte Mal, dass ich sowas gebaut habe. Da hatte ich dieses eine Haus da gebaut gehabt dann. Ich meine, wir könnten auch sagen, dass wir hier noch eine zweite Etage draufbauen oder so. Komplett. Und da dann halt auch nochmal irgendwie ein besonderes Dach oder so halt drauf packen. Vielleicht sieht das ja auch gut aus. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, aber ich bin noch nicht zufrieden. Noch lange nicht zufrieden. Du kennst mich schlecht. Das kann noch dauern. Kann auch sein, dass ich alles nochmal komplett wegreiße. Wobei, das ist jetzt eher unwahrscheinlich gerade. Aber es passiert tatsächlich doch schon relativ häufig, wenn ich hier Häuser baue, dass ich Dinge nochmal komplett wegreiße. Weil ich unzufrieden damit bin. Manchmal muss man auch einfach irgendwie die Dinge nochmal über den Haufen werfen, um eventuell etwas zu finden, was einem besser gefällt. Manchmal muss man das tatsächlich so machen. Wie sieht es denn jetzt mit meinem Raum aus? Ist der jetzt noch groß genug? Das ist jetzt noch der Raum, oder? Ja. Geht auch bis dahin. Vielleicht habe ich mir dann einen doofen Gedanken gemacht, als ich das Ding da so rausgesetzt habe. Müssen wir kurz in die Umgebung gucken.
Kann man eine Galerie drin bauen bei Sims? Eine Galerie? Was meinst du mit einer Galerie? Und wieso nur drin? Dass man einen Luftraum hat? Warte mal kurz, lass mich dir kurz was zeigen. Lass mich dir mal kurz was zeigen. Ob du das damit meinst? Lol. Kitsune! Weil ich frei habe. Du bist die erste Donation, die hier reingeflattert ist. Dankeschön, Kitsune. Also, weil du frei hast. Ach so. Ja, heute mal kein Stress, ne? Dankeschön, Kitsune. Cool, dann weiß ich, dass die Donations funktionieren. Danke. Danke dafür. Aber man bekommt die natürlich hier nicht im Dashboard oder so angezeigt. Jetzt war ich kurz verwirrt. So, bei Kitsune haben wir nämlich so eine Galerie, die du, glaube ich, meinst. Man kann donaten? Ja, Leute, unten steht hier irgendwo donaten oder so. Steht unten wo irgendwo in der Beschreibung theoretisch. Da, ja. Man kann inzwischen donaten. Dankeschön, Kitsune. Also, wir haben hier nämlich, glaube ich, das Galerie, ne? Guck mal. Sowas meinst du, oder? Genau, ja, ja, kann man machen. Manchmal, ich hatte aber einem Haus, hat es nicht funktioniert mit dem Zaun hier, weil das irgendwie rumgebackt hatte. Ich weiß nicht genau warum, bis heute nicht. Aber ja, das geht. Das hier ist jetzt quasi so ein Extra-Raum. Das hier ist eigentlich ja dann nur eine Wand, aber hier ist dann quasi ein so ein Zaun reingepackt. Dann hast du so eine Galerie, genau. Ich muss mein Haus noch renovieren. Ah, stimmt. Das wolltest du auch noch machen, ne, Kitsune? Kann man eine Wand rausnehmen? Du meinst hier komplett? Oh, was habe ich jetzt getan? Zaun entfernen? Nee. Komplett, glaube ich, geht nicht scheinbar, ne? Ich glaube, man braucht da schon eine Wand. Aber kannst du mal rumtesten irgendwann mal. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht kaputt gemacht, irgendwas. Aber ich baue voll gerne Galerien. Ich baue die voll gerne, weil die echt cool sind. So, weiter geht's. Ich muss wieder hier rüber, ne? Aber da kann man einiges rumtesten. Aber wie gesagt, manchmal ist auch irgendwie... Ich hatte eine Galerie, da musste ich Fenster hinmachen, weil ich irgendwie das nicht wegbekommen habe. Habe ich einfach Fenster dann hingesetzt. Ist auch eine Art Galerie. Zwar nicht so schön, aber irgendwie hatte da was rumgesponnen. Krimi hat eine Idee. Sehr gut. Ich habe gestern gesehen, oder ich habe... Nee, ich habe heute gesehen, als ich geguckt habe, was du denn so gemacht hast. Dass du gestern mit einigen Damen nackt in deinem Whirlpool warst, ne? Habe ich gehört. Ich war da schon sehr so, huch, was macht er denn jetzt? Und dann auf einmal, ja, ging die Party ab, ey. Habe ich genau gesehen. So. Psst. Ja, nee, nix da, psst. Ich habe es genau gesehen, was du da gemacht hast. So, in deinem Stream. Wir haben ein Baby im Whirlpool gemacht, während noch vier weitere im Whirlpool waren. Habe ich das übersehen? Wait a minute, ich habe nur gesehen, dass ihr alle da Jetzt muss ich da nochmal gucken, okay. Toll. Da muss ich wohl nochmal gucken. Während vier weitere da drin waren. Oh Gottes Willen, was hast du getan, Creamy? What the heck? Ich muss hier, glaube ich, irgendwas umbauen nochmal. Aber das, mir gefällt dieses Ding hier vorne nicht einfach. Das ist nicht gut. Das gefällt mir aber nicht. Ich muss mir hier nochmal was anderes überlegen. Darf ich mal ganz kurz spicken? Ich guck mal ganz kurz in der Galerie. Wie haben die das zum Beispiel gemacht? Die haben einfach, aber das ist nicht im, ist kein Dachgeschoss. Die haben auch sowas. Wie haben die das gemacht? Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Aber bei denen sieht es auch ganz cool aus. Und die haben hier nochmal, glaube ich, eine untere Stufe. Kann das sein? Wie haben die das gemacht? Da geht hier der Raum noch weiter raus einfach, ne? Sieht auch interessant aus. Ich glaube, ich habe das wahrscheinlich gefühlt sogar falsch gemacht. Bin mir nicht sicher.
Irgendwie sieht das bei den anderen gefühlt besser aus. Wieso sieht das bei anderen Leuten immer so viel besser aus? Ich bin so unzufrieden mit dem Haus bisher. Bin einfach unzufrieden und ich weiß nicht, wie ich es besser mache. Was habe ich verpasst? Naja, nicht viel wahrscheinlich, ne? Also, ich komme immer noch nicht wirklich voran, weil ich nicht weiß, was ich hier machen will. Ich weiß nur, dass ich eigentlich so einen Dachboden machen wollte, aber irgendwie... Es fehlt halt noch irgendwas Spannendes hier. Mach vielleicht mal ein ganz anderes Dach. Was meinst du denn mit einem ganz anderen Dach? Eins von diesen Walmdächern? Die sehen halt immer kacke aus eigentlich. Ich meine, wir könnten es versuchen. Mach's nochmal neu. Ich bin unzufrieden. Ich habe euch gewarnt. Ich habe euch gewarnt. Horror-Dachboden. Ja, so ungefähr. Du hast uns nicht genug gewarnt. Hä? Also, ja, also, keine Ahnung. Wie viel soll ich noch sagen? Demnächst kann ich auch endlich wieder bauen. Vielleicht einen Balkon dazu, damit es nicht so flach und langweilig ist. Einen Balkon hatte ich auch schon überlegt. Boah, ich hab Ideen. Ich weiß nicht, ob die gut werden, aber ich habe Ideen. Let me think about that. Wenn Master sagt, er hat Ideen, ist es meistens kein gutes Zeichen. So. Und Mia Minecraft, dankeschön für den Follow. Mach's dir gemütlich im Hamster, ist Mia. Dankeschön. Dankeschön. So. Oh, hä? Kannst du...
Denk nach, Marsa. Wie machst du es am besten? Versuch mehr nachzudenken. Das sieht interessant aus. Mann! Mach das nicht hier. Das ist nicht gut. So würde das nicht machen. Aber dann bin ich hier getriggert, weil das hässlich aussieht. Ich muss schon wieder weg, bis später. Alles klar, Alex, wir sehen uns. Das ist doch schon mal ein Anfang mit Ideen. Ja. Working on it. Ich habe das Gefühl, das ist zu schmal. Wieder mal. Hat sich das gereimt? Ja. Also das hier wird auf jeden Fall zu schmal sein. Wir können ja einen Einsergang machen. ich mach mal das Ding hier weg. Und hallo, RX Quit Gaming. Oder so. Sorry, wenn ich deinen Namen überhaupt nicht richtig ausgesprochen habe, gerade gefühlt. Sorry. Was? Oh, ich weiß immer nicht. Das Haus ist irgendwie nicht ganz so, wie ich es mir vorstelle. Schon besser? Was? Naja, also irgendwie nee. Weiß nicht, das ist einmal alles nicht richtig. Das ist einmal alles nicht richtig irgendwie. Okay, ich glaube, ich muss das wieder mit mehreren Teilen machen. Ich weiß, dass du sagst, dass es dir besser gefällt, aber ich bin nicht deiner Meinung. So, ach Mann, ich bräuchte ja auch irgendwie. Ich bräuchte gefühlt dasselbe Dach, aber hier ist halt dann steht das so nervig da raus, was ich wieder nicht will und dann... Bin damit auch schon wieder nicht zufrieden. Ihr werdet mich hassen, oder? Wenn ich das jetzt nochmal wegmache. Ihr werdet mich einfach hassen, glaube ich. Aber ich bin damit nicht zufrieden. Ich muss das anders machen. Das kann ja was werden. Ich habe euch vorgewarnt. Ihr dürft mir da auch keinen Druck machen, weil ansonsten wird das nie was. Okay, lass mal was ganz Neues versuchen. Bei mir dauert das immer, bis ich es gefunden habe. Aber wenn ich es dann habe, dann wird's nice. Aber das hier ist auch schon wieder eine blöde Form, die ich mir gerade ausgesucht habe, gefühlt. Mach ruhig, es muss dir ja gefallen. Ja, theoretisch muss es eben hier gefallen, weil das wird ja sein Haus, aber... naja. Frag mich gerade was. Kann man? Wait a minute.
Lass mich mal was Interessantes versuchen. Ich bin mal gespannt, das würde wahrscheinlich vorne und hinten nicht funktionieren, aber ich würde es zumindest mal ausgetestet haben. Dann nehmen wir einen coolen hohen Zaun am besten. Bin mal gespannt, wie das gleich aussehen wird. Was passiert, wenn man hier rein... Gesundheit. Offenbar passieren da nicht so gute Sachen. Das ist ein Raum oder nicht? Wieso zählt er das dann nicht als Raum hier gerade? Oh, scheinbar will das doch nicht als Raum zählen lassen dann, wenn man diesen den Zaun hier reinpackt. Er lässt nur als Raum, glaube ich, durchgehen. Ja, okay. Lässt nur als Raum durchgehen, wenn man es irgendwie anders macht, scheinbar. Naja, okay. Sollen wir rechts sein? Was flackert er denn da so? Hä? Was ist denn da noch? Ist da noch ein weiteres? Wait a minute. Was flackert denn da so? Ist das, weil das hier jetzt ineinander geht? Ist es deswegen so am Flackern? Oder weil da noch irgendwie ein Raum ist? Weird. Naja, dann flacker halt. Ist nicht mein Problem. Wird man hoffentlich gleich nicht mehr sehen. In der Theorie. Ich glaube, jetzt kommen wir langsam zu etwas hin, was mir tatsächlich sogar besser gefällt. Oh, guck mal, die geht... Oh, lol. Hä, wie gut ist das denn gerade? Habe ich das gut... Alter, ich habe das ja richtig heftig abgestimmt. Besser kann man es ja gar nicht abstimmen. So. Jetzt kommen wir langsam hin. Jetzt kommen wir langsam hin. Sims hat ein Update. Jetzt gerade? Hä, ich kenne kein Update von jetzt gerade. Also, wenn, dann muss es neuer sein. Neuer. Oder älter. Älter oder neuer. Macht Sinn? Ich bin mir nicht mehr selber so ganz sicher, was gerade Sinn macht, was ich hier sage. Was ist denn so ein typischer Balkonzaun? Oh, sowas wäre auch fetzig, aber nicht hier. Außer es gäbe den in niedriger, dann würde ich drüber nachdenken. Typischer Balkonzaun. Kann man das hier nehmen? Ist das ein typischer Balkonzaun? Nee, nicht wirklich, ne? Okay, das hat nicht so viel gebracht. Das könnte ein typischer Balkonzaun sein, je nachdem. Hier brauchen wir auf jeden Fall gefühlt noch Säulen. Zu dem du meinen Sim... Achso, den Sim gemacht hast. Okay. Würdest du einen kleinen fußhohen Zaun machen? Fußhoch? Was ist denn fußhoch? Fußhoch klingt für mich so bis zum Knöchel. Das wäre nämlich ziemlich wenig. Fußhoch ist bis zur Hüfte, oder? Also, Balkon sollte eigentlich bis zur Hüfte gehen, weil ansonsten würde ich mich da nicht auf den Balkon stellen wollen, weil ich dann Angst hätte, runterzufallen. Oh, lass mal den hier nehmen, der ist bestimmt sehr sicher. So. Den gläsernen. Haben Leute einen gläsernen Balkonzaun? Ernsthaft? Ist das wirklich so eine Sache? Ich weiß ja nicht. Das kommt darauf an, wie modern wir das jetzt hier auch bauen. Aber jetzt sind wir wirklich dabei, Leute. So gefällt mir das Ganze. Endlich.
Kann man da so ein ganz, ganz Mini-Dach? Warte mal, das geht bestimmt nicht, oder? Wie klein kann man... Ah, ist er putzig! Hallo! Okay, das ist ja süß. Das will man einfach nur knuddeln, das Dach gerade. Ist das zu much oder sieht das spannend aus? Ich bin mir selber nicht so ganz sicher. Und hey, Red Dragon. How's it going? Vielleicht zwei raus? Das ist auch schon so gewagt. Ich glaube, ich mache das nur eins raus. Das, dann sieht es noch putzig und süß aus. Ich habe überlegt, ob ich da auch nochmal irgendwas hinpacke, aber ich glaube nicht. So. Wie das Dach hier auch perfekt übergeht, sieht echt nice aus. So, Anstrich müsste man dann irgendwann als nächstes machen. Das wäre auf jeden Fall eine wichtige Sache. Und ein gutes Dach muss man aussuchen noch. Cooles Dach aussuchen, das ist ja immer so eine Sache. Stecke ich das hier vielleicht eigentlich noch ein bisschen weiter runter? Oh, warte mal. Sieht sowas eigentlich cool aus, wenn man das über... Nee, sieht nicht cool aus. Bin mir nicht sicher, wie hoch ich das haben will. Ich habe vielleicht noch eine andere Idee mit dem Dach. Lass mich nochmal kurz eine andere Idee kurz austesten. Ich mache die vielleicht aber wieder weg. Nee. Nee. Wenn dann irgendwie sowas, aber vielleicht doch wieder ein bisschen höher. Es sollte nicht genau übergehen, oder? Nee. Irgendwo hier an der Dachdingens entlang vielleicht so. Dann sieht es noch einigermaßen in Ordnung aus, ja. So, und hier könnte man dann noch später eine Veranda oder so hinpacken. Ich überlege gerade, ob man das hier vielleicht als Wintergarten machen könnte. Dass du dann von hier aus noch so in den Wintergarten reingucken könntest. Wäre auch bestimmt interessant. Nice house, man. I'm fine, how are you? I'm fine too. I'm fine too. And yeah, we're currently doing some houses for community sims. And I wanted to try some new stuff, I guess. Okay, Anstrich. Bei den Häusern, boah, ich muss mal gerade, ich guck mal ganz kurz nochmal in die Galerie. Was nehmen die Leute für, die haben hier unten zum Beispiel so Mauerwerk und hier oben dann Holz. Irgendwie sowas sollte ich vielleicht auch mal versuchen. Anstrich ist immer mein Problem. Ich weiß immer nicht, was ich da nehmen soll. Aber viele Leute nehmen ganz gerne Stein offenbar und Holz zusammen. Das scheint echt gut zu funktionieren. Jetzt sollte ich sowas auch mal versuchen. I can learn house making from you. I'm bad at this. Maybe I should have gotten a different job and got an architect or so. I'm not sure. Maybe. Mauerwerk und Holzverkleidung. Ich bräuchte Bändern zu Steinen, ne? Das könnte interessant aussehen. Paneele. Paneele sieht aber auch spannend aus. Und hier haben wir dann die Holzverkleidungen. Ich bin so schlecht darin. Irgendwas Steiniges. Aber halt auch nicht nur steinig, weißt du? Ist irgendwie... Ich kann das immer nicht. Ich habe immer keine Ahnung, was ich dann nehmen soll. Ist mein Problem. Das ist wirklich ein sehr, sehr großes Problem.
Hallo? Wieso ist es eigentlich schon wieder so dunkel? Hallo? Hä? Ach, da streicht die Wand gerade an. Nein, die sollst du nicht anstreichen, Mann. Lass das so. Ich glaube, ich muss was umändern. Ich will nämlich die hier nehmen. Aber it's a new crest. It's a new crest. Where where like all the plots are empty at first. And you like creating your own neighborhood completely from scratch. Kinda. Ich brauche anderes Mauerwerk unten. Boah, das ist so schwer. Mauerwerk? Hat jemand von euch eine Idee, was ich nehmen könnte? Ich habe eigentlich wirklich keinen Plan. Gerade zumindest nicht. Ich versuche mich hier verzweifelt durch die ganzen Dinger durch, aber ich komme irgendwie zu keinem guten Ergebnis. Wahrscheinlich ist das mit dem Holz da auch gar nicht so geil. Wenn, dann sollte man auf mehr Holz gehen, denke ich. Da muss ich allgemein gucken, dass ich hier auch Holz hier unten hätte. Aber dann sieht es wieder zu eintönig aus. Es soll halt auch ruhig ein bisschen moderner ruhig aussehen, wenn ich mir das hier halt so angucke. Nee. Boah, das ist alles nicht das Wahre. Die sind wirklich alle nicht gut. Guck mal, hier kann ich auch kaum welche von den Teilen hier platzieren. Kann die hier am Balkon könnte ich sowas hinpacken. Vielleicht. Aber es sieht auch nicht unbedingt gut aus. Wobei die kleine Umrandung da würde nicht schaden. Mach es vielleicht nicht stockwerkweise, sondern so pro Wand.
muss das aber mehr oder weniger stockwerkweise machen, aber ich glaube, ich verstehe deinen Punkt. Haben wir noch eine andere spannende Farbe, die hier auch noch dazu passen würde? Einfach damit man eine Farbvielfalt hat hier in der Gegend. Dann passt aber das Dach auch nicht mehr so ganz. Vielleicht muss ich doch ein anderes Dach hier nehmen. Lass mal gucken, was wir so noch haben. Und hallo Lea! Gar nicht so eintönige Platte. Ja gut, aber wir haben ja hier keine... Haben wir eigentlich kein Plattendach. Boah, Alter, weiß ist echt am übertrieben hier. Schwarz gefällt mir auch nicht. Mir gefällt der Anstrich nicht, Leute. Mir gefällt das einfach nicht. Ich kann das irgendwie nicht so lassen. Also, das triggert mich einfach, wenn ich mir das hier gerade angucke. Mir gefällt's nicht. Ich kann das nicht so lassen, Leute. Müsste nochmal. Ich glaube, ich muss da einfach nochmal drüber dann. Das kann nicht so bleiben. Gab's hier nicht auch schwarz? Das triggert mich alles irgendwie zu sehr. Ich glaube, ich brauche nochmal... Vielleicht das Braun ist nicht mal so schlecht, aber ich brauche hier nochmal eine komplett andere Akzentfarbe irgendwie. Da triggert einfach zu sehr. Gut, vielleicht nicht unbedingt komplett weiß, aber... Was haben wir denn sonst noch? Wir haben hier diesen braunen Ton. Der beißt sich wenigstens nicht so stark. Aber ist auch nicht schön. Mich stört das hier eigentlich am meisten, glaube ich. Ich habe das Gefühl, als bräuchte ich hier einen Unterschied. Schau gleich Film weiter. Was guckst du denn für einen Film? Was guckst du denn Schönes? Ich glaube, ich muss später mal noch die neue Folge von The Boys gucken. Ich sehe hier gerade, jetzt haben wir hier doch so ein... Bin verwirrt, warte mal. Warum steht denn da so eine Kante drunter? Ist das schon immer so gewesen? Dann gefällt mir das nämlich doch nicht mehr so gut, ne? Wieso haben wir das nochmal überhaupt gemacht? Achso, damit das da nicht reinsteht, ne? Okay, warte, wenn ich das trotzdem hier so durchschiebe... Auf einer Skala von schrecklich bis sehr schrecklich, wie schrecklich sieht es denn dann aus? Geht eigentlich. Hier würde halt auch, also hier, das gefällt mir nicht. Und hier macht er dann so eine doppelte Linie, wenn man das macht, okay. Also hier muss ich es dann fast lassen. Ich kann es ja auch wirklich auf das Äußerste hier beschränken.
Ja, dann fällt es nicht ganz so auf. Ich glaube, ich mag die Zwischendingens hier sogar. Ja, es hilft manchmal, also jein. Fenster und Türen machen es schon manchmal irgendwie besser, aber auch nicht unbedingt. Weil der Anstrich muss ja trotzdem erstmal nach was aussehen. Ist halt das Problem. Aber ich glaube, so langsam bin ich zufriedener mit dem Ganzen. Kann ich nicht? Warte mal, wir haben ja hier dieses Schickschindel. Vielleicht packe ich das hier jetzt da einfach hoch. So. Es wirkt zumindest schon mal besser. Wir könnten dann hier so Säulen wieder am Außeneingang machen. Mache ich eigentlich immer ganz gerne was hin. Oh ja, sowas würde ich tatsächlich gerne hier sogar probieren. Ich glaube, wir brauchen noch eine andere Farbe davon, die besser passt. Die sind sehr massiv, die würde ich tatsächlich nehmen, aber nur für die Veranda. Ich will nämlich hier dann nochmal so eine kleine Mini-Veranda oder so irgendwo hinbauen noch. Vielleicht einfach hier wirklich. Das mit der Veranda muss ich bedenken, weil es kann doch mal oftmals Dinge sozusagen noch verändern hier. Denn so manche Säulen passen da nämlich nicht so ganz. Okay. Die da wollten wir haben. Jetzt steht die nämlich so leicht drüber. Kann ich die auch mit irgendwas frei verschieben? Nee, ne? Ich glaube, die bleibt so. Plötzlich finde ich sie doch nicht mehr so gut. Da kümmere ich mich erstmal wirklich um Fenster und Türen. Was wir da nehmen könnten. Das kann aber auch dauern, ich wollte es schon gesagt haben. Fenster und Türen sind das nächste Problem nämlich. Wenn du denkst, du hast das eine fertig, dann kommt das nächste ums Eck gesprintet und sagt dir, ey, ich bin auch noch da. Und wir haben hier sogar, mir fällt gerade auf, ne? Das ist sogar relativ hoch alles. Oder? Das hier nicht? Okay, warte mal. Will ich es eher höher haben oder eher niedriger? Das hier sieht sehr zusammengequetscht aus. Also will ich es definitiv mit den höheren Fenstern haben. So, boah, sowas wäre natürlich episch. Wenn man natürlich hier zwei hoch hat, hat man irgendwie viele interessantere Fenster. Boah, das hier ist ja auch krass. Waschtagfenster. Wo du so ein bisschen rausgucken kannst. Sowas mag ich immer. Sowas ist irgendwie echt interessant. Die Frage ist halt immer nur, wo packst du sowas hin? Bin mir nicht sicher, ob das hier zu weird wirkt, wenn man das hier direkt am Anfang entgegengeknallt bekommt. Ich befürchte nämlich schon ein wenig. Ich meine, die Auswahl geht. Jetzt müssen wir nur noch finden, welches wir am besten nehmen.
finde das hier irgendwie sehr hübsch, aber ich glaube, da gibt es nur irgendwie eine Variation von und das ist dann irgendwie doof. Und hey, ho, Alina, wie geht's? Schön, dass du reindümpelst hier. 365 Tage kenne ich nicht. Oder doch kenne ich, glaube ich. Ist das nicht so ein Film, was man in der Schule guckt? Bin mir nicht sicher. Von Werde berühmt haben wir da mehrere Fans. Ich meine, ich kann auch hier nochmal gucken. Wir können ja auch trotzdem hier die Dinger noch nehmen. Gibt's von dem Romantik-Pack wirklich nur eine Fenstervariante? Ich gucke hier nämlich gerade wirklich sehr aktiv und ich sehe keine von dem Romantik-Pack mehr. Und man kann hier leider auch nicht filtern. Ich verstehe immer noch nicht, warum das nicht geht, dass man hier auch filtern kann. Muss das denn sein? Dass ich hier nicht filtern darf? Ne, hier sind wirklich keine Packs vom Romantik-Pack. Oder keine weiteren Fensterdinger. Was hat man hier noch gesagt, was uns gefallen hatte? Wir hatten doch noch ein anderes Dingens, ein anderes Fenster. Je nachdem, wie modern es später aussehen soll, könnte man das hier vielleicht nehmen. Die Standardfenster würde ich eher erstmal von wegneigen. Ach ja, Werde berühmt Fenster wollte ich gucken, ne? Von Werde berühmt gibt es immer ganz hübsche Sachen eigentlich. Das hier ist Werde berühmt. Das hier ist auch Werde berühmt. Das auch. Das sind aber nicht so die coolen Fenster. Ich glaube, da gab es auch noch bessere. Uni, das andere. Uni-Fenster vielleicht hier? Nee. Ich habe gefühlt noch nie welche von dem Uni-Pack verwendet. Die finde ich einfach immer nicht schön, wenn ich die sehe. Kann man gezielt den Boden aus der ersten Etage löschen, um eine Galerie zu machen? Den Boden löschen? Ja, du kannst die Decke entfernen. Musst du auch, um die Galerie zu machen. Decke entfernen heißt das irgendwie. Vielleicht mache ich mal, ich versuche mal hier. Kann ich mir nicht eine Wand machen hier? Ich mache mir mal hier eine Wand hin und suche mir mal ein paar Fenster raus, mit denen ich arbeiten will. So. Und hier gab es ja noch weitere, ne? Von Freunden hier. Das hier ist von den Freunden. Gab es hier nicht noch weitere? Dammit, ich glaube, es gibt doch nicht die, die ich suche. Mann, wieso gibt's hier dann wieder nicht? Das kannst du mir doch jetzt nicht hier antun, Spiel. Da kannst du mir doch nicht antun. Oh, warte mal, da war noch. Aber das ist auch nicht das, was ich suche. No. Gibt's dann welche in die Richtung? Wie die halt einfach alle überhaupt nicht zusammenpassen. Das sind einfach komplett unterschiedliche Fensterarten. Wenn ich das hier zweimal theoretisch nehme, kann ich das zweimal übereinander nehmen? Ne, das ist dann zu groß. Und wir haben ja noch das hier. Das hier kann man vermutlich zweimal hinbekommen. Oder auch nicht. Hat wahrscheinlich eh zu viele Rillen. Dann nehme ich doch nicht die von Zeit für Freunde. Hab mich anders entschieden. Mir wären die Fenster viel zu offen. Kannst ja Vorhänge reinhängen oder so, das geht schon. Mit ein paar Vorhängen, let's go. Habe aber heute festgestellt, am liebsten würde ich in einem
in einem Wald wohnen. Wir haben dieses eine Waldgrundstück noch in, wie sieht dein Haus nochmal aus? Vielleicht hätte das da auch Platz. Es gibt nämlich so ein Waldgrundstück. Oder notfalls können wir die vielleicht auch nochmal ein Haus bauen. Es gibt nämlich so ein Grundstück, was wirklich sehr, sehr nah am Wald ist und mega chillig aussieht. Da wo ich unbedingt noch so eine kleine Waldhütte, so eine bequeme Waldhütte einfach hinbauen wollte. Das muss ich euch später mal zeigen. Die Fenster hier von Magiern. Die Magierfenster wären vielleicht eine coole Idee. Oder gibt es sie hier auch wieder nicht in groß? Da gibt es nur wieder die übertriebenen. Weißt du, ne, das eine Problem mit dem Haus so halb gefixt und erstmal so, ja, okay, kommen wir zu den Fenstern. Welches Fenster nehmen wir? 10 Jahre später. Okay, angenommen, wir nehmen das. Ich muss nur Sachen finden, die gut dazu passen. Das wäre eigentlich das Wichtigste. Einfach Sachen finden, die dazu passen. Will ich vielleicht von denen nochmal welche haben? Die waren eigentlich trotzdem ganz cool. Ich mag die, Mishuno... Nee, was war das nochmal für eine Marke? Alter, ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe die Marke vergessen. Jedenfalls, die fand ich auch immer ganz cool. So mega cool. Das war wird mein Traum. Dankeschön, wir haben ja auch immer da gefollowt. Ist hier bei EA. Passen einfach nicht zusammen. Kriegt die Krise. Ja, hier haben wir wenigstens jetzt die ganzen Werde-Berühmt-Packs. Oder Fenster. Immerhin haben wir die schon mal zusammenbekommen. Kann man mit denen mal arbeiten. So. Jetzt muss ich nur noch eine passende Farbe finden. Also, was haben wir denn Schönes? Oh Gott, ist das alles schlimm. Boah. Weiß ist auch so übertrieben. Ein kleines Fenster vielleicht noch. Daneben so hin. Ich habe noch nie so Schwierigkeiten mit Fenstern gehabt. Ich weiß nicht, warum ich bei dem Haus so viele Schwierigkeiten gerade habe. Das ist neu. Und es gefällt mir einfach alles nicht. Egal, was ich tue. Es gefällt mir einfach alles nicht. Jetzt will ich auch Sim spielen, aber das geht nicht auf meinem PC. Ist der PC zu schlecht oder was? Ich habe tatsächlich viele Leute, die auch irgendwie dann hoffen auf einen neuen PC irgendwann mal, damit sie auch endlich wieder ihre Lieblingsspiele spielen können. Und man, ihr tut mir alle so leid, Leute, ey. Wenn du einfach ewig warten musst und nicht mal zocken kannst. Ich war ja schon deprimiert. Ich war richtig deprimiert, als mein PC irgendwie eine Woche lang nicht ging. Orange sieht interessant aus. Gibt's hier auch schon Orangeton? Hingucker ist einer von Sims selber. Oh, das hier wäre das Ding in groß. Ich habe, glaube ich, meine Farbe soeben gefunden. Ich glaube, ich habe soeben meine Sachen gefunden, die ich haben möchte. Okay. Hingucker ist das. Oder Loft. Wie heißt der? Loft-Hingucker. Ich muss eigentlich nur nach Hingucker suchen, oder? Wenn Hingucker da steht, sieht das für mich richtig aus. Kann man auch bei. Ach, man kann auch bei allen Fenstern einfach gucken. Okay. Loft-Hingucker. Doppelscheibe von draußen. Da haben wir den normalen Hingucker. Wenn du dein Fenster Hingucker nennst, alles klar. Ich glaube, davon gibt es aber auch nicht so. Gibt es da noch eine kleine Variante? Irgendwie einen kleinen Hingucker?
Ich muss danach jetzt erstmal gefühlt gestrebt. Wie heißt das? Ich muss danach jetzt suchen. Punkt, Punkt, Punkt suchen. Kennt ihr das, wenn euch Sprichwörter nicht einfallen? Man merkt, dass ich sehr fokussiert hier auf diese Suche bin, aber ich glaube, wir haben nur einen Hingucker. Ich glaube fast, wir haben nur einen Hingucker, ja. Hohes Ansehen, beschränkte Aussicht. Verwinkelte. Man bräuchte halt wirklich, wenn dann das hier nochmal ein kleiner, aber ich glaube, noch kleiner wird es das wirklich nicht geben. Ich glaube, noch kleiner wird es das nicht gehen. Objekte filtern? Packs? Stealer? Ach, hier kann man noch genauere Sachen suchen. Modern? Ah. Farben? Inhalt? Packs? Ist aus dem Standard-Pack, ne? Basisspiel. Ich gehe mal auf Basisspiel erstmal. Der hier hat auch nochmal so einen Innenrahmen. Das haben die hier, glaube ich, alle eben nicht. Deswegen können es die schon mal gar nicht sein. Der hier hat einen Innenrahmen. Mal gucken, ob man bei dem noch die Farbe auch so auf Orange machen kann. Oh ja, perfekt. Guck mal, das ist dann auch schon mal richtig. Der hier hat auch noch einen Innenrahmen. Hier kann man auch auf Orange machen. So langsam kommen wir hin, Leute. So langsam wird das doch was. Der hier hat auch noch einen Innenrahmen. Da kann man es bestimmt auch auf Orange machen. Ja. Perfekt. Perfekt, perfekt. Bei dem nicht. Okay, dann haben wir jetzt, glaube ich, wirklich alle gefunden, die hier für unser kleines Häuschen hier reinkommen könnten. Ja. Okay, dann arbeiten wir mit denen jetzt. So. Das ist eher was für oben dann. Packe ich erstmal hier hin. Das kann da hin. Wir brauchen noch eine Türe. Und noch ein kleines Fenster. Wollen wir ein Fenster da an der Scheibe hier auch noch haben? Bin mir nicht sicher, ob ich hier überhaupt ein Fenster haben will, wenn ich so drüber nachdenke. Aber weil das so riesig ist. Vielleicht könnte man das auch noch so ein bisschen wintergartenmäßig rüberbringen. Lass mich mal kurz was versuchen. Müssen wir dafür die Decke? Oh ja, wir haben es ja da rüber gemacht. Okay, kein Wintergarten. Vergiss, was ich sagen wollte. Ich kümmere mich nochmal um die Türe. Um die Haustüre. Wir brauchen eine mittlere Haustüre. Am besten auch vielleicht in dem Stil oder so. Boah, was bist du denn für eine Türe? Mag die hier tatsächlich. Die hat auch einen ähnlichen Farbschema. Nicht ganz dasselbe, aber ähnlich. Die ist an sich auch hübsch. Auch sehr hübsch. Und hallo Anja, wie geht's? Guten Morgen. Ja, guten Morgen kann man mal um die, ne, ist ja schon 17 Uhr, da kann man schon mal guten Morgen sagen. Klar, geht schon. Schade, dass es hier kein Orange gibt. Das triggert mich nämlich schon wieder. Aber was willst du machen? Oder wie wäre es mit der Tür? Warte mal. Pack die nochmal weg. Was haben wir denn hier? Sehr gläsern. Oh Gott, nee. Dann lasse ich lieber die Haustüre. Sind das zu viele Fenster? Manchmal habe ich den Eindruck, ich übertreibe es mit den Fenstern. Aber ohne die Fenster sieht es einfach so leer aus. Also irgendwie braucht man die Fenster. So, hier muss übrigens auch noch eine Türe hoch. Man soll da ja auf den Balkon raus können. Was machen wir denn für eine Balkontüre hier oben? Ich muss auf jeden Fall, glaube ich, eine kleinere Türe nehmen. Ansonsten wird das nichts. Typische Balkonfenstertüre ist tatsächlich eigentlich eher sowas Gläsernes.
Also zumindest meine Balkontüre ist sehr schön. Das hier ist vielleicht ganz akzeptabel. Achso, das war ja die, wo wir nicht die richtige Farbe hatten, aber würde trotzdem gut passen, ne? Lass mal das nehmen. So. Ganz gut, und dir? Ja, ich bin nochmal eingeschlafen, mir war kalt. Decken geholt, gemütlich gemacht und dann zack eingeschlafen. Ja, can you relate? Das könnte mir auch passiert sein, ey. Das passiert mir tatsächlich auch manchmal hier, wenn ich abends nach der Arbeit nochmal heimkomme und da, oder halt nach der Arbeit heimkomme, nicht nochmal, und dann erstmal mich noch irgendwie ins Bett haue und noch kurz irgendwie eine gechillte Serie gucken will oder so. Okay. Dann passiert es mir tatsächlich auch, dass ich manchmal fast einschlafe, aber meistens sage ich dann so, nee, du kannst jetzt nicht einschlafen, Masa. So, hier hinten könnte man noch einen Ausgang machen in den Garten dann. Irgendwie noch so ein schönes Fenster hier. Und halt dann auch nochmal irgendwie... Oder wir haben auch diese riesigen Schiebetüren gehabt von dem Öko-Pack. Vielleicht nehmen wir auch eine von denen. Achso, wir bräuchten aber eigentlich größere, ne? Gibt es auch größere Schiebetüren? Ja, was ist das vor allem für eine? Ich glaube, die Schiebetüren von Echo Living sind alle hier, ne? Die haben auch unterschiedliche Größen nochmal. Der hier würde hier reinpassen. Er ist so groß, ist wirklich sehr groß. Das ist mir zu riesig, die Schiebetür. Die sieht cool aus. Vielleicht hätte ich das auch als Haustüre nehmen sollen. Oh, gibt es hier denselben Farb? Gibt es hier dasselbe Farbmuster, wie die Mauer hat? Das wäre heftig. Ist nicht ganz dasselbe, ne? Dann vielleicht doch eher schwarz. So. Dann da noch so eine kleine Treppe hin, damit man sich da nicht irgendwie den Fuß bricht, wenn man die Stufe runterläuft. Das wollen wir ja wirklich nicht. Auf die Dingens dazu verschieben, danke. Ja, ich glaube, so ist ganz gut. Inzwischen gefällt es mir tatsächlich besser, als ich davor hier angeguckt hatte. Jetzt ist es, jetzt wird es langsam, Leute. Jetzt wird es langsam. So, hier in dem kleinen Raum möchte ich halt auch nochmal so ein süßes Mini-Fenster haben. Ich weiß noch nicht welches. Das ist nicht süß und mini. Nein. Nein. Das ist das Fenster hier auch wieder, ne? Ja, guck mal, das ist dasselbe Fenster. Perfekt. Ja, perfekt. Und hallo Tyra, wie geht's? Schön, dass du reinguckst. Wir bauen gerade ein wunderschönes Haus, wie du sicherlich erkennen kannst. Hatten wir nicht? Ach so, hier ist es. Ich wollte nach dem hier kurz mal gucken. Das hätte hier noch Platz. Die Seite hier ist sehr leer. Vielleicht mache ich da noch eins hin, ein Fenster. Ach ja, und hier oben müssen auch noch Fenster dran. Vielleicht da auch eher die kleineren oder halt auch den hier. Nee, ich glaube, ich brauche kleinere. Schade, dass es die hier nicht, diese schrägen. Ich glaube, die gibt es nicht in nur schräg, oder? Wenn, dann gibt es immer nur im mehrstablich hier. Das heißt, ich müsste das hier nehmen. Den eineiigen König oder so. Den dann irgendwie so nebeneinander oder so packen. Ich glaube, das wäre in Ordnung so. Sieht doch ganz hübsch aus, soweit, oder? Meine Wellen, sie dich randalieren schon wieder. Ich habe das genau gesehen. Alter, ist das Fenster weit oben. Aber gut, ist ja auch ein Dachboden. Ist ja auch ein Dachboden. So, guck mal, wie schön das hier aussieht. Hier haben wir dann noch einen kleinen Raum. Wahrscheinlich ein Badezimmer oder sowas. Ich muss noch gucken, wie man da überhaupt hochkommt. Oder ein Treppenzimmer.
Dann haben wir hier noch einen kleinen Balkon. Der Dachboden sieht von außen größer aus, als er ist. Ist das... Ja, doch, das Zimmer ist angebunden. Ja. Und ich glaube, meine Wense, die versucht schon wieder den Wassernapf nach unten zu hauen hier. Wenn es gleich Platsch macht, wissen wir wieder Bescheid. Bin mir nicht sicher, ob nur Weiß besser wäre. Ich würde eigentlich sagen schon, oder? Oder komplett schwarz? Weiß sieht irgendwie freundlicher aus. Hier haben wir ja auch... Ich würde es da auch eher weiß machen. Aber ich glaube, die Türe... Na doch, komm, machen wir die auch weiß. So, das wäre das. Dann brauchen wir hier noch einen schönen Boden für den, für die kleine Terrasse, die wir da ja haben. Das würde farblich dazu passen. That famous Treppe? Auch nicht. Ich brauche eine steinerne, glaube ich, ne? Aber am besten so steinern wie das hier drüben. Das hier hat so eine Steinmusterung, aber es ist nicht, glaube ich, so das Wahre, was ich suche hier. Und irgendwie ist die Treppe auch ein bisschen merkwürdig, wenn wir mal ehrlich sind. Das ist mir zu hölzern. Es gibt keine wirklich coolen Steintreppen. Das triggert mich immer ein bisschen. Die meisten Steintreppen, die das Spiel hat, sind echt immer ziemlich, naja, wenn wir mal ehrlich sind. Oder sowas. Bin am Überlegen, ob ich das Haus nochmal ein bisschen höher schiebe. Damit das mit der Treppe nicht so lächerlich rüberkommt. Ich habe mir Sims 4 nur für PS4 geholt. Im Nachhinein sehr lost, weil ich nie auf Konsole spiele. Ja, dann, also Sims 4 an sich selber kostet ja da eh gar nicht so viel auf PC. Also, ne? Theoretisch kannst du ja noch zuschnappen, wenn du willst. Irgendwann mal. Diese Dinger sind so übertrieben. Wenn die nicht so hoch wären, würden die teilweise, glaube ich, sogar ganz gut aussehen. Aber so hoch wie die da immer rumdümpeln? Nein, danke. Das sind nur dieselben, die ich gerade hatte. Gibt's das Geländer? Das ist aus Zeit für Freunde. Gibt's das Geländer auch hier für die Treppe? Zeit für Freunde, Zeit für Freunde, Zeit für Freunde. Freunde, Freunde, ich sehe keine Freunde. Hallo? Ich glaube, das Pack gibt's nicht hier. Ich hasse das, wenn das nicht... Doch, hier ist es. Okay. Manchmal gibt's aber Sachen wirklich nicht. Okay. Ja, besser. Gefällt mir gut. Hier drüben mache ich auch mal dasselbe Geländer hin. Vielleicht nehme ich da auch dieselbe Treppe jetzt doch lieber. Erstmal die Dingens verkaufen. Okay, Spiel, alles klar. Wieso hat er das? Hä? Jetzt stimmt's. Okay, Treppe, Türe wieder hin. Zack. Perfekt. Hätten wir das auch.
Und das hier ist zu niedrig, Martha. Das hier könntest du auch theoretisch höher schieben, wenn du das wollen würdest. Ist es besser, wenn das... Ja, ist es besser, wenn es höher ist. Okay. So. So, ja. Jetzt gefällt mir die Sache schon besser, Leute. Jetzt haben wir hier irgendwie was errichtet, was endlich ansehnlich ist, würde ich sagen. Achso, nehme ich vielleicht... Guck mal. Heißt der ernsthaft Guck mal? Ja, er heißt Guck mal. Okay. Vielleicht nehme ich dann doch lieber den auch hier oben. Überlege ich gerade. Nee, nehme ich nicht. Sieht nämlich doof aus. Weil das hier auch doof aussieht, sehe ich gerade. Ich könnte das vielleicht mit Säulen eventuell beheben, das Problem. Lass mich doch mal kurz gucken. Ich glaube, ich brauche Move Objects. Ich sehe keine Freunde. Säule kann nicht kürzer sein. Kann sie das nicht? Warum nicht? Ich finde, die Säule sollte kürzer sein dürfen. Die Säule hat ein Recht darauf, kürzer zu sein. Und ich nehme auch irgendwann nur dieselben Säulen, by the way, weil die anderen alle immer potestlich sind. Was habe ich denn jetzt platziert? Und vor allem wo? Danke. Okay, das hier in Weiß wäre aber auch schön, oder? Vielleicht sogar schöner. Kürzer sein dürfen ist ein Recht. $12 GG für Säulen. Sag mal, studierst du seit neuestem irgendwas in Recht oder so? Oder woher kommt das, dass du so komische Nummern dann weißt? Oder einfach Glück. Können wir die hier nicht irgendwie so cool da drauf schieben, bitte? Geht das irgendwie? Spiel, bitte, lass mich das machen. Notfalls cheate ich mir die da hoch, das sage ich euch. Höher, 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 höher. Wenn die Kamera kurz weg ist, dann liegt es an mir. Entschuldigung. Was kann man da sonst drauflegen? Außer dem Ding. Nein, das wird schon gehen, wenn ich das jetzt oft genug mache. Hallo, kannst du das mal... So. Hallo, drehen.
Wenn es mir die Dinger jemals verschiebt, das Spiel, ne? Dann kriege ich die Krise. Wait, what? Du wurdest aus einer Säule gezeugt? Wait, what? Nein, nicht verschwinden, Kamera. Ich habe Fragen, Tyler. Ich habe Fragen. Kann man da sowas machen? Oder sieht das doof aus? Hätte ich mir vielleicht vorher überlegen sollen. Wieso nehme ich nicht einfach die, die wohl gefühlt schon die passende Form haben? Und irgendwie viel einfacher offenbar zu platzieren sind. Ha. Okay, warte mal. Allerdings gibt es die nicht in so schönen Farben. Oh, Orange. Orange ist ja unsere neue Lieblingsfarbe hier in Sims. Vielleicht sollte ich die Säulenfarbe. Ach, hier gibt's weiß. Guck mal. Ich habe beides gefunden. Das hier, ne? Ja. Ja, das gefällt mir besser. Das ist schöner. Boah, das war eine Geburt, ey. So. Ja, dann sieht es nicht ganz so doof da aus, oder? Hoffe ich mal. In der Theorie sollte es jetzt weniger doof aussehen, in der Praxis sieht es vielleicht doofer aus. Who knows? Ich habe das Gefühl, wir bräuchten eine andere Säulenfarbe. Also ich finde das gut. Okay. Wenn du das sagst, dann stimmt's bestimmt. Dann nehmen wir das so. Ich finde es nämlich tatsächlich auch sehr gut. Okay, hier darf ich nicht weiter. Dann will ich da auch keine Säule haben. Wenn ich da nicht weiter darf, dann will ich da keine Säule haben. Doof, nervig, aber okay, dann halt nicht. Ich glaube, ich muss die. Ach ja, da haben wir auch noch eine Säule im Eck, ne? Können wir dann. Wo ist denn die Säule? Hier. Es gibt auch die Dinger hier bestimmt auch in wunderschöner andere Farbe, oder? Wahrscheinlich gibt es natürlich jetzt genau die Farbe wieder nicht. Das war ja wieder so klar. Das war wirklich wieder so klar. Dann lasse ich es weiß, oder? Oder sieht das dann blöd aus? Geht es jetzt eigentlich mit der Pipette und Safe-Mat und also Farben und Muster und so? Du kannst immer noch keine selber machen, ne. Also, das mit dem, dass du wie bei Sims 3 die Farben irgendwie genau vorgeben konntest und so, ne, geht nicht mehr leider. Bei Sims 3 hattest du ja die Möglichkeit, wirklich gefühlt jede Farbe zu nehmen. In Sims 4 leider nicht.
finde, das kann man so lassen. Kurze Frage, was hast du denn, was, wie hast du denn das Fundament gebaut? Hä? Wenn ich mir bei mir das Fundament anklicke, kommt da nichts. Fundament? Also, Fundament machst du ja hier unten. Das Fundament ergibt sich ja aus dem, was du hier ja nimmst. Hier kannst du das Fundament anmalen. Oder was meinst du? Weil, wenn du Z drückst, hast du, glaube ich, auch so eine Übersicht vom Fundament. I guess. Verstehe nicht die Frage nicht so ganz, glaube ich. Ich habe Wände gebaut. Also ein Raum sollte schon sein, ne? Also wenn du nur Wände baust, hast du ja noch keinen Raum. Du hast kein Fundament unter deinen Räumen? Das klingt sehr merkwürdig. Meinst du, dir fehlt das Fundament? Meinst du, hast du diesen Regler hier schon mal benutzt? Damit kannst du nämlich das Fundament höher schieben und so. Vielleicht meinst du das damit? Dieses Angehobene. Meinst du, bei dir sieht es wahrscheinlich dann irgendwie so aus, oder? Du musst den Regler hier verschieben. Genau, okay. Krimi hat es herausgefunden, offenbar. Na, sehr gut. So, ich würde sagen, dass das schon soweit ganz gut passt. Mit den Räumen muss ich jetzt noch gucken, wie die Räume machen. Wir haben hier unseren Eingangsbereich gerade so ein bisschen. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich das alles so lassen werde. Hier haben wir ja auch diese Ausgangstüre. Das heißt, wir bräuchten hier wahrscheinlich einen Cut. Das hier müsste dann ein Raum sein. Das hier wäre dann alles eigentlich mehr oder weniger vielleicht ein Eingangsbereich. Weil man kann da ja auch gleich wieder rausgehen. Andererseits, man könnte das auch sagen, nee, ist nicht so. Sondern wir haben hier unseren Eingangsbereich. Und hier drüben kommt dann irgendwie noch was anderes hin. Und haben dann hier so einen großen Wohnbereich und so Zeug. Oder man macht es allgemein groß und freiräumig. Wir könnten das aber auch lassen. Wir könnten hier eine Treppe hochbauen im Eingangsbereich auch gleich. Dann wären wir die Treppe auch gleich los. Weil irgendwo müssen wir hier eine Treppe bauen. Oh, hier würde eine Treppe hinbauen, sagst du, Spiel. Das klingt ja interessant dann. Ja. Das wäre auch möglich. Warte mal. Wo ist hier die beste Aufgangsmöglichkeit? Ah ja, die ist eh nur hier in der Gegend möglich, ne? Okay, Aber der Schlenker macht es nicht unbedingt besser, meiner Meinung nach. Der klaut dir eher noch mehr Räume. Aber wenn wir das noch eins nach hinten verschieben, ist das gut. Kann ich auch hier noch? Nee, da ist keine... Da darf es sich überschneiden. Aber es würde theoretisch hier gehen, ne? Gut, will ich jetzt nicht unbedingt machen, weil es, denke ich, eher nicht gut aussehen wird. Aber es würde theoretisch gehen. Ich würde das schon, wenn dann hier an der Wand haben. Man könnte auch einen offenen Raum machen. Und die Treppe mehr oder weniger als Raumtrenner nehmen.
Ja, die Treppe wird da auf jeden Fall bleiben müssen, aber ich würde sagen, dass wir hier trotzdem so einen Eingangsraum machen sollten. Hier in der Art. Das macht, denke ich, Sinn. Und hier ins Zimmer kommen wir ja trotzdem rein. Na ja, das müsste locker gehen. Ist das hier eigentlich... Wieso geht das hier so hoch? Ist eine Einhohn, ne? Ja, okay. Weil hier die Mauer vom Dingens noch so hoch ragt. Sieht interessant aus. Jetzt bin ich wegen dir sowas von dem Sim-Fieber. Ich muss aber zugeben, weil bei mir war meine Sims-Motivation auch ein bisschen wieder nach unten gegangen gewesen. Und als ich dann gesehen hatte, dass du auch irgendwie durch Sims gespielt hattest und irgendwie war es wieder chillig, hast du mir tatsächlich auch wieder Motivation gemacht. Muss ich zugeben. Vor allem, als ich da krank war, hatte ich halt so nichts zu tun, ne? Und dann habe ich ja auch hier mitgeguckt und alles. Und irgendwie war dann auf einmal, bam, Sims-Motivation wieder da. Also wie immer bist du der Beste in Sims. Ah, der Beste bin ich lange nicht. Gibt Leute, die haben noch heftigere Sachen. Aber durch dich bin ich im Baufieber. Das Bauen macht halt voll Spaß, wenn man sich da ein bisschen reingefuchst hat. So, hier dann der Übergang, genau. Und hier ist halt eben dieser begehbare Bereich. Sieht sowas cool aus? Bin gerade am Überlegen. Ich glaube, die können die Türe gar nicht unbedingt benutzen, oder? Aber ich überlege, ob ich das so machen sollte. Andererseits, wenn wir hier nichts haben, können wir hier noch was hinstellen. Hier wird sowieso ein bisschen eng. Man könnte auch einfach noch hier... Ich weiß nicht, ob ich das halt so abschotten will und dann da lieber noch eine Türe mache. Und hier dann irgendwas Abgeschlossenes habe. Ich weiß nicht, ich mag es lieber offen. Ich glaube, ich mag es einfach lieber offen. Es ist alles sehr eng hier teilweise. Wird noch interessant, das einzurichten gleich. Ich mag es dann doch lieber offen. Und ich glaube, hier muss fast das Badezimmer dann oben rein. Ich hätte eher gesagt, sowas wie Schlafzimmer oder so wegen dem Balkon hier. Aber irgendwie... Oder ein integriertes... Oder ein integriertes Badezimmer hier in dem Abteil dann noch. Dass man da noch in ein Badezimmer reingehen kann. Man könnte auch alternativ hier noch abtrennen und da auch noch einen extra Raum machen. Aber ich glaube, ich mache hier auch eher mit dem offenen Gang und so. Aber hier unten drin werden wir eher kein Badezimmer reinbekommen, glaube ich. Ich glaube, hier wird schwierig, ein Badezimmer unterzubringen. Zumindest ein schönes Badezimmer unterzubringen. Man könnte auch immer noch einen Keller bauen, wenn man noch mehr Platz braucht. Die Galerie bei mir ist fett. Baust du hier gerade dein Haus um? Aber hast du das mit der Galerie jetzt hinbekommen? Sehr schön. Ja, ich glaube, ich mache da oben dann so ein entspanntes kleines Mini-Badezimmer irgendwo noch rein. Das würde eigentlich reichen. Wird aber dann auch ein kleines Schlafzimmer halt, ne? Aber gut, damit könnte ich notfalls leben. Wir könnten auch hier noch so rüber machen. Okay, dann wird es aber wirklich mini. Dann wird es wirklich mini. Nee, dann mache ich lieber so. Ich glaube, das ist ganz gut. Dann haben wir da unser Badezimmer. Hier haben wir da noch chilligen Bereich und so. Und hier unten wird dann alles wieder hier für Wohnen gedacht sein. Okay. Okay, dann fehlt jetzt nur noch hier Tapezierung mehr oder weniger. Und dann lass mal machen hier. Lass mal einrichten. Wohnzimmerbereich und Küche soll das werden. Brauchen wir eigentlich sonst noch irgendeinen wichtigen Raum? Eigentlich nicht, ne? Wohnzimmerbereich und Küche. Was haben wir hier für Varianten von dem Ding hier? Das ist echt hübsch. Können wir das vielleicht in den Eingangsbereich packen und dann hier oben nochmal? Ist das normal, dass die... Wait a minute. Was passiert denn hier gerade? Bitte sag mir, das geht alles. Ich möchte bitte nur die Seite hier anstreichen dürfen. Der macht alles. Hä? Das ist irgendwie gruselig. Das ist auch für außen? Was habe ich denn gebaut hier?
Das ist das eine Dach. Ich habe das Gefühl, irgendwas funktioniert hier nicht so ganz. Wenn ich das Dach hier kurz mal noch wegschiebe. Moin Axel, was geht? Ich glaube, wenn ich das Dach hier noch kurz verschiebe, habe das Gefühl, das Dach ragt da irgendwie rein oder so. Was irgendwie merkwürdig ist, wenn ich das mal kurz anmerken darf. Naja, also wenn das einzige Problem ist, dann ist mir egal, aber ich bin trotzdem verwirrt. Weh, ich darf da dann keine Türe ordentlich hinmachen oder so, dass es dann rumspinnt. Dann bin ich getriggert. Wenn das einzige Problem ist, dann ist mir egal. Vielleicht geht nur alte Kartons aus dem... Was? Nicht viel geht, nur alte Kartons aus meinem Zimmer geräumt. Oh. Alte Kartons hattest du also, ne? Ha. Aber dann können wir hier wenigstens einen ordentlichen Anstrich machen. Eine Küche und ein... Okay, ich brauche erstmal einen ordentlichen Boden, glaube ich. Was machen wir für einen chilligen Wohnzimmerboden? Ich mag Holz am liebsten immer. Also mal gucken. Der sieht sehr heruntergekommen aus, dafür, dass er eigentlich edel sein sollte, weil er aus dem Luxuspack kommt, aber gut. Nicht alles, was glänzt, ist Gold oder so? I guess. Lass mal hier abtrennen. Das hier ist Küche, das hier ist Wohnzimmerbereich. So. Im Wohnzimmer wollen wir natürlich die schöne, gruselige... Boah, die Tapete sieht trotzdem irgendwie cool aus. Muss ich leider zugeben. Aber ich würde die hier nicht hinpacken. Die hier finde ich auch immer cool. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, sowas würde ich mir auch in meinem Zimmer wünschen. Ich habe momentan nur die langweilige Tapete, weil das halt früher mal das Wohnzimmer war. An sich bin ich da nicht so anspruchsvoll, dass ich jetzt sagen würde, boah, wir müssen jetzt alles umstreichen bitte, weil mir gefällt das alles nicht mehr, aber vielleicht wäre es doch irgendwie schöner, wenn was anderes hier wäre. So, und für die Küche eher Paneele vielleicht? Was haben wir denn hier? Also rot sieht auch immer tatsächlich ganz cool aus. Die hier vielleicht. Aber eher in einer anderen Farbe, die besser zu dem... Na, das ist mir zu grau. Die besser zu dem hier passen würden, wäre gut. Gibt's das hier noch in so einem Blauton? Ja, das passt nicht zu dem. Oder so ein heller Farbton ist auch hübsch. Wird eine helle Küche. Aber das Wohnzimmer bin ich noch nicht zufrieden. Vielleicht mache ich beim Wohnzimmer doch nochmal was anderes hin. Ist alles nicht so cool. Badezimmer.
Badezimmer müssen wir dann auch gucken, ob wir da dann überhaupt das anmalen dürfen, ohne dass wir dann irgendwie das halbe Haus anmalen. Ah, Fischtapete, cool. Ich würde nichts nehmen mit sowas unten drunter. Die sehen alle nicht so passend aus. Blau, fantastisch. Ist aber nicht so wirklich blau. Vielleicht mache ich es doch wieder alles in einer Farbe. Zumindest von der Wand her. Sonst werde ich, glaube ich, wieder wahnsinnig. Ich finde die Wandfarbe eh schön. Das Haus ist theoretisch dann für Dr. Mengel. Den in seinem Sim müssen wir aber noch fertigstellen. Außer er sagt, er nimmt das Haus nicht. Dann muss ich es einem anderen Community-Sim geben. Aber an sich ist das Haus für Dr. Mengel. So, Sekunde kurz. Nicht alles, was Gold ist, glänzt, heißt das, Masamune. Ach so, was habe ich gesagt? So, Entschuldigung. Ich fange mal, glaube ich, mit dem Wohnzimmer an. So, Wohnzimmer. Einen chilligen Tisch brauchen wir hier auf jeden Fall. Ich habe zu viele Fenster gefühlt. Man hat einfach keinen Platz für irgendwas. Was nehmen wir denn mal für den Tisch hier? Den nehme ich gefühlt so oft. Ich will was nehmen, was ich nicht alle Tage nehme. Das ist ja auch langweilig, wenn man immer dasselbe nimmt. So, Sims 3 Camp bitte mal kurz. Dann Fernseher drauf. Was haben wir denn hier Schönes? Darf ruhig was Großes sein. Ja, der hier klingt ganz gut. So. Stimmt, wird was Zeit, den Discord beizutreten. Dann bin ich ja nur schon seit... Ja, nicht schon seit 3 Jahren drin. Naja, also es gibt halt genügend Leute, die es nicht wissen, dass ich einen Discord habe, deswegen, ne? Dass du natürlich schon seit gefühlt keine Ahnung wie lange drin ist, ist mir fast klar. Das ist ja fast klar. Ich will echt noch ein Spooky-Haus machen, Leute. Ich will echt noch irgendwann so ein Gruselhaus machen. So. Was? Die Diebin Nanny? Was hat die Diebin Nanny gemacht? Hat die Diebin Nanny meine Sachen geklaut aus meiner Galerie? Oder was da los? Ich hab das genau gesehen, Nanny. Und da ist das Häuschen verbessert. Müssen wir dann später mal angucken.
Wenn ich halt teilweise wüsste, wie sich Dr. Mengele so vorstellen würde, aber ich hoffe, ich mach's ganz gut. Boah. Alter. Das nenne ich mal ein. Das nenne ich mal einen Teppich, aber ich glaube, ich sollte eher was Rundes nehmen, ne? Gibt noch nicht so viele runde Sachen. Oder wir drehen es uns einfach richtig, so wie es uns passt. Sollen wir noch gucken, was wir da haben für Farben? Boah, zu viel Weiß ist nicht gut. Das ist alles so übertrieben. Blau vielleicht, aber blau passt hier nicht ins Farbschema. Muss ich mich jetzt anziehen, Hundi raus und dann ins Kino? Vielleicht kannst du ja noch schauen, wo ich dabei bin. Achso, dass wir es jetzt noch angucken kurz. Können wir machen. Können wir gerne machen. Dann bauen wir hier gleich weiter. Und gucken mal kurz. Ins Kino geht's. Boah, ich war schon lange nicht mehr im Kino. Ich war schon wirklich, wirklich lange nicht mehr im Kino. Deswegen joint im Hamsternest und kuschel mit Leuten, von denen man die Namen nicht aussprechen kann. Kitsunes Haus, wollte mal gucken. Bearbeiten. Wie auch nicht. Ich habe immer noch so einen Kinogutschein hier rumliegen, aber... Ja, ich muss mal gucken. Vielleicht läuft mal wieder irgendwann ein guter Horrorfilm oder so. Den letzten Film, an den ich mich erinnern kann, den ich geguckt habe, ich bin mir nicht sicher, ob ich noch weitere geguckt habe, war Halloween. Tatsächlich. So. Das ist es, ne? Wusste, dass du das jetzt sagst. Das mit dem Halloween-Film. So, also wir gucken es uns nochmal an, damit wir den Vergleich haben. Also so sah es davor aus. So sah das Haus davor aus. Die liebe Kitsune hat es ein bisschen überarbeitet, damit es ihren Bedürfnissen entspricht. Das hier platzieren. Sekunde. Wie viel brauchst du denn? Ah. Nervig. Da bin ich eine Stunde kurz weg und schon und du richtest schon ein. Ja, wir haben angefangen mit Einrichten und jetzt muss ich noch Kitsunes Haus gerade hier, wie gesagt, umändern. Okay, wir müssen erst über das hier. Boah, das ist immer so doof. Ich finde, wenn man in den einen bearbeiteten Baumodus gehen soll, dann sollte es immer unendlich zählen. Ja, wobei andererseits, ja, ne. Aber das ist halt trotzdem doof. Die Sims-Musik macht mich gerade ein bisschen wahnsinnig. Du bist nicht zu Hause, du bist nur im Wellness-Center. Du darfst jetzt leider kein Wellness machen gerade, so leid es mir tut. Ich war die Oma im Film. Das glaube ich dir nicht, Tyra. Das glaube ich dir nicht. So. Okay, jetzt hier Money. Ich mach mal auf. Wir haben 5000 gerade, können wir uns ja merken. Galerie. So, davor haben wir uns ja angeguckt, wie es aussah. Möbliert. Ja. So. Waren hier nicht auch noch Fenster? Ich glaube, da waren auch Fenster, ne? So. Wieso ist das hier weg? Hä?
Dann gucken wir doch mal. Hast du einen Keller gebaut? Ach, die Toilette ist jetzt hier unten. Oh lol. Das ist ja wirklich umgebaut. Was? Bug? Einiges war beim Laden gar nicht dabei. Muss ich wieder dieses Move Objects anmachen, damit es geladen wird? Was? Lass mich nochmal versuchen zu laden. Was fehlt denn dann noch? Oder ist doch jetzt alles? Bei dir jetzt nichts, okay. Aber hier fehlt auch was. Irgendwie komisch. Den Busch wollten wir wegmachen, ne? Pack mal den dahin. Das hat bei mir gefehlt. Wieso hat das bei euch gefehlt? Das sollte auch dabei sein, oder? Hä? Achso, es ist... Warte mal. Das ist nach hier unten gerutscht offenbar, oder? Okay, ich glaube, Sims hat wieder komische Dinge gemacht wahrscheinlich. Komisch. Naja. So. Dann haben wir das auch aktualisiert. Das ist ein bisschen spooky eingerichtet, ich sehe schon. Na gut, aber wenn es dir dann besser gefällt, dann passt das ja. So. Wählen, verwalten, speichern. Dann bauen wir mal an dem anderen Haus weiter. Ja, Dark, 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 alles dunkel. Okay. Nächstes Mal weiß ich Bescheid, wenn ich dir wieder ein Haus baue. Nächstes Mal baue ich dir einfach nur einen Bunker, ey. Kommst im Bunker. Vor allem dein Zimmer ist eh paranoid. Das hätte halt eh geholfen. Ich müsste wirklich noch so einen Bunker bauen. Ich ziehe auch in den Keller. So. Ich gehe auch lieber vorsichtshalber über den Modus, falls wir wieder Geld brauchen. Dann kommen wir mal weiter zum Einrichten, würde ich sagen, Freunde. Von dem Haus von Dr. Mengel dann. Der sich übrigens schon lange nicht mehr blicken hat lassen. Wir müssen sein Zimmer weitermachen. Erstmal, weißt du, kommst hier hin in das Haus, steht im neuen Wohnzimmer und am... Naja, ich frag mal nicht. Ach ja, ich brauche wirklich auch wieder mehr Money. So. Auch wieder die Sims 4 Cam am besten. Wir sollten noch eine schöne Lampe hier irgendwo hin platzieren. Ich bin mir noch nicht sicher, welche denn. Die hier sieht cool aus. Pack mal die hier vielleicht ins Eck. Oder da hinten ins Eck, hinter den Stuhl. Ah, nee. Pack die da ins Eck. Damit wir hier noch ein bisschen Zusatzbeleuchtung haben. Was könnte man hier noch hinmachen? Kleinen Mini-Kamin. Das ist aber wieder schlecht für die Umwelt, ne? Kamin hat immer ökologischer Fußabdruck industriell. Was bringt denn einen positiven ökologischen Fußabdruck? Also den nicht industriellen. Was braucht man dafür nochmal? Irgendwelche umweltfreundlichen Geräte, ne? Aber welche sind das? Ist halt die Frage. So, also hier kleiner Wohnzimmer-Eck. Vielleicht so eine Mini-Esszimmer-Tischecke hier. Damit man theoretisch auch kurz was schnabulieren kann am Esstisch.
Aber wirklich nur ein kleiner Esstisch, wenn dann. Das ist alles so groß. Oder wir integrieren es in die Küche dann. Bin mir noch nicht sicher, was ich da noch dazu packen will. Irgendwie kommt mir das noch zu leer vor. Wandgemälde? Eine Schaufel und eine Mistgabel. Ja, das würde ich mir auf jeden Fall mein Wohnzimmer hängen. Wer kennt das nicht? Irgendwo muss noch... Hast du eigentlich so eine Spinne platziert, Kitsuna? Wolltest du nicht so eine Spinne platzieren? Hast du das gemacht? Irgendwo so eine Ekelspinne, die irgendwo rumdümpelt? Achso, Vorhänge wären vielleicht auch noch geil, ne? Jetzt, wo ich das gerade hier sehe. Ich glaube, ich hole mir erstmal noch Vorhänge. Also, ich habe mal, by the way, Vorhänge. Sind das alle Vorhänge, die es so gibt? Welche nehmen wir denn dann? Ja, überm Kühlschrank. Okay, die habe ich gar nicht gesehen. Müssen wir uns vielleicht später oder so nochmal angucken, kurz. Da hat sie also tatsächlich eine kleine Minispinne platziert. Ja, sorry, aber ich kann dein Haushalt nicht mehr spielen. Da ist jetzt eine Spinne drin. Was? Gibt's das auch nochmal? Hatten wir das nicht gerade sogar in länger? Scheinbar nicht so ganz. Ich hätte gedacht, es gibt das noch in länger. Weil die hier sind schön lang, aber... not enough. Übertreib halt Spiel. Ich will schon hell lassen. Es soll nur so leicht. Ja, vielleicht nehmen wir die. Oder wirken die? Die wirken nicht so schön, finde ich. Okay, nevermind. Ich habe eine andere Idee. Ich nehme die hier. Oder die. Ich hau das doch noch ein bisschen blauer an. So. Früher musste ich immer sagen, I am not a vampire. Ist das nicht ein Lied? Ist I am not a vampire nicht ein Lied? Ich glaube, das gibt's sogar hier. Das könnte ich sogar wahrscheinlich abspielen, weil es das bei Epidemic, glaube ich, gibt. Ich will noch irgendwelche schönen Deko-Sachen hier rumstehen haben. Ein Messerblock zum Beispiel. Okay, ich pack mal da sowas noch hin. Ein paar Zeitschriften. Kennt ihr das, als man damals noch eine Fernsehzeitschrift gekauft hatte? Heutzutage macht man das ja gefühlt nicht mehr. Kann ich irgendwie eigentlich filtern nach ökologischem Fußabdruck oder so? Inhalt... Ich will halt wissen, welche Sachen sich positiver auf die Umwelt... Ich google mal gerade. Sims 4... Objects with... Öko. Das ist voll gedenglisch. Nachhaltig leben. Alle Inhalte und Objekte. Das wird mich, glaube ich, nicht weiterbringen, ne? Keine Ahnung dann. So. Fernseher haben wir. Das ist schon mal das Wichtigste. Wir haben angefangen mit den Fenster vor. Wieso ist der hier noch? So. Mit dem Vorhängen hier. Pack die mal überall noch hin. So. Ich muss jetzt erstmal weg, falls ich heute nicht mehr reinschaue, backe ich Kekse für euch, die ich dann selber esse. Alles klar.
Kekse für uns, die du aber selber isst. Ich verstehe. Ich verstehe. Wenn du dann das nächste Mal auftauchst, werde ich dich darauf hinweisen, dass das sehr gemein ist, ne? Ich sag schon mal. Ich sag's dir nur schon mal. Kannst du mit was rechnen hier? Dann danke fürs dabei sein, ne? Und wir sehen uns. Ja, hier sowas könnten wir noch dazu packen, weil wir haben ja den Platz. Lass mal irgendwie dann noch was Cooles. Banketttisch. Ja. Eine Bar. Will ich eine Bar hier in dem Raum haben? Ansonsten wäre auch, glaube ich, ganz cool, so ein Aquarium stehen zu haben vielleicht noch. Aquarien gehen nämlich immer. Oder ein Hamster. Haustier. Igelchen, Hamsterli und Ratti. Vielleicht machen wir Ratti hier hin. Das klingt doch ganz süß. Tischfußball. Ein Kicker. Irgendwie sowas würde ich halt gerne rumstehen haben. Eine Konsole muss eigentlich auch noch hier hin. So, ich stelle ihn mal da ab. Rolf Wolfs essentieller Spieltisch. Aha. Das Gummi-Aquarium. Es gibt so ein... Ach ja, das sind die Dinger. Es gibt auch noch das hier theoretisch. Boah, mein Wellensittich gefällt dir wieder, by the way, irgendwas nicht. Weiß es nicht, was es ist, aber irgendwas gefällt dir nicht. So, aber normales Aquarium wäre trotzdem auch cool zu haben. Thermostat mache ich auch mal hier irgendwo in den Raum dann hin. Oder allgemein irgendwo hin. Vielleicht packe ich es tatsächlich einmal hier so hin. Süßigkeiten, Schüssel des Schreckens. Das sollte ich mir merken. Das sollte ich mir merken, dass es das gibt. Ich hätte noch irgendwas Sportliches tatsächlich hier vielleicht hingestellt, womit man dann einfach mal zwischendurch irgendwas machen könnte. Trainingsgerät. Sowas sollte ich mir definitiv mal holen dann. Vielleicht einen kleinen Boxsack. Damit man hier ein bisschen trainieren könnte. So. Falls wir noch was anpflanzen wollen, könnte ich das hier noch irgendwo hin platzieren. Ich glaube, es reicht. Globus. Mixenfähigkeit. Was? Warum? Wie kann mir denn ein Globus bei meiner Mixfähigkeit helfen? Okay, ich glaube, ich gehe zur Küche. Ich habe Bock, die Küche zu bauen. Sanitär? Nee. Oder erst das Badezimmer? Ich glaube, ich mache erstmal die Küche. So, was nehmen wir denn dieses Mal für die Küche? Vielleicht sollte ich mir erstmal die Oberschränke angucken, bevor ich die Küche anfange. Wobei, vielleicht machen wir lieber keine Oberschränke. So, was? Ich sag dann mal eventuell bis später. Alles klar, Kitsune, dann vielleicht bis später. Was müssen wir für eine Küchenfarbe nehmen am besten? Das hier passt alles nicht so ganz. Rot ist zu aufdringlich. Genauso wie mein Wellensittich, der mich die ganze Zeit anschreit. Sorry, by the way, der ist echt... der hat heute wieder Spaß, offenbar. Vielleicht ein bisschen zu viel. Oh, wir könnten hier interessante Farben nehmen. Guck mal, modern. Okay. Orange. Orange ist unsere Lieblingsfarbe gefühlt hier in dem Haus. Würde ich aber hier nicht nehmen. Was nimmt man hier am besten für eine Akzentfarbe? Ich habe keine Ahnung. Passen einfach alle nicht so ganz. In das Setting hier. Lila würde tatsächlich passen irgendwie. Aber das kann ich dem armen Dr. Mengel, glaube ich, nicht antun. Wenn er hier reinkommt und sagt, das ist jetzt sein Haus und dann bekommt er eine lila Küche, glaube ich, sagt er, ich will ausziehen. Grün ist auch echt pottenhässlich. Und schwarz bin ich mir unsicher. Schwarz, meinst du?
Glaubt ihr, da werde ich nicht geschlagen, wenn ich schwarz nehme? Dass das gut aussieht? Bin mir nicht sicher. Wobei, es passt tatsächlich, glaube ich. Ich glaube, du hast recht, das könnte gehen. Ja. Das könnte tatsächlich besser gehen. Öfen. Den da rein. Ja. Dann Sanitär. Hier ein Waschbecken zum Abwasch. Was haben wir denn hier Schönes? Ich finde das hier irgendwie immer so schön. Ich nehme das Gefühl jetzt immer. Das sieht einfach irgendwie von den ganzen Dingern am besten aus. Ich mag das irgendwie. Ich weiß nicht warum. Wenn ich mir ein Waschbecken auch selber errichten müsste oder so, zu Hause würde ich auch das hier nehmen. So. Was braucht man noch? Popcornmaschine oder sowas wahrscheinlich. Gibt es das auch alles unter Apparate? Ach ja, hier. Hier wäre die Popcornmaschine. Industrielle Spülmaschine. Hat mal hier eine Spülmaschine noch irgendwo hin vielleicht. Hier so neben. Wobei, irgendwie ist das too much. Eine Kaffeemaschine bekommen wir noch. Würde ich sagen. Der Garten fehlt ja dann auch noch. Holy moly. Wir haben echt zu tun. So, hier mache ich jetzt noch eine kleine Esszimmerecke hin. Hier mache ich jetzt die Esszimmerecke hin. Kaffeetisch, Esszimmertisch. Der darf auch ruhig ein großer sein, oder? Ein größerer zumindest. Nicht so groß. Ist dann doch too much. Auch nicht so groß. Ist alles zu übertrieben, Sims. Können wir bitte etwas nehmen, was nicht so übertrieben aussieht? Oh, das ist ja süß. Flamingos, let's go. Ping. Oh, das sieht cool aus. Nice. Okay, also entweder ich stelle den hier ran und mache dann da die Dinger rundum. Oder ich stelle den hier ran und mache dann da so Stühle ran. Oder ich mache den so leicht angeschrägt mit der Sims 3 Cam. Hier so in den Raum so halb rein. Dann gibt das, glaube ich, am besten Komfort, Esszimmerstühle oder so. Ja. Und dann packen wir da, was haben wir denn Schönes für Stühle? Muss aber schon was Schönes sein, würde ich sagen. Darf nicht langweilig aussehen. Aber das ist nicht die richtige Farbe. Der schwarze von vorhin war cool. Welchen meinst du? Stuhl oder Esszimmertisch? Bei Esszimmertisch habe ich definitiv den gefunden. Da werde ich bei dem hier bleiben. So. So gefällt mir das ganz gut, glaube ich. Dann will ich wieder Deko haben hier im Eck. Am besten wieder eine schöne Pflanze einfach. So. Für die Küche soweit ganz hübsch, würde ich sagen.
brauche noch mal ein paar schöne Beleuchtungsmöglichkeiten. Tisch. Nee, ich habe schon meinen Tisch gefunden. Nix da. Ich habe den perfekten Tisch gefunden für mich. So leid es mir tut. Der Tisch ist gewählt. Huch, nein, was habe ich jetzt gemacht? Das war die Rache dafür, dass ich den Tisch gewählt habe schon. Ja, soweit so gut. Bin mit dem Wohnzimmer nicht so 100%ig zufrieden, muss ich zugeben. Ich wüsste aber auch nicht, wie ich es gerade besser machen würde. Das war die Rache. Ja, ich merke schon. Ich merke mir das schon. Hier vielleicht noch irgendwie... sowas noch dazu. Und dann bräuchten wir hier noch ein bisschen Küchendeko eigentlich. Was haben wir denn hier? So ein kleines Tablett wäre wahrscheinlich auch hübsch. Habe ich, glaube ich, noch nicht so oft verwendet. Eingangsbereich müssen wir auch noch machen. Hier unten. Da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Pyramiden der Absorption. So kann man auch nennen, wenn man ein paar Klopapierrollen übereinander stapelt. Beziehungsweise Handtücher. Ich glaube, es sind eher Handtücher. Fotografenirritation. Hä? Oh. Sieht nicht so gut aus. Hier haben wir noch ganz viele tolle Kerzen. Könntest du das so wie bei Scrutinize hier machen, wo die eine auch andauernd irgendwo Kerzen rumstehen hatte, ey. Nein. So, do you have Star Wars Pack? No. No, no. I don't own this one. I have all but not this one. Actually. I'm not really into Star Wars, so I don't need that one. Okay, mehr brauche ich, glaube ich, wirklich nicht. Ich glaube, das ist, da komme ich besser damit durch, wenn ich einfach da nichts nehme. So. Schlafzimmer würde ich vielleicht Teppich nehmen. Metallstein Teppich. Aber einen schönen Teppich, wenn dann. Ich finde den hier immer wunderhübsch. Den nehme ich andauernd, weil ich den einfach am besten finde von den ganzen Dingern, die es so gibt. So, hier kommt dann ja Badezimmer rein. Da müssen dann Fliesen hin. Vielleicht kümmere ich mich jetzt als nächstes ums Badezimmer gleich mal. Ich hoffe, wir können hier das Ding anstreichen, ohne Probleme zu bekommen. Was will man denn so in seinem Schlafzimmer für eine Tapete haben? Wahrscheinlich irgendwas Cooles, was einen aber nicht übertrieben irritieren würde. Das hier vielleicht ein bisschen abgedunkelt. Ist alles so übertrieben.
So, die Wand müssen wir ja lassen, weil ansonsten machen wir aus Versehen alles irgendwie da. Das ist ein bisschen broken an der Stelle, aber naja. Damit kann ich, wie gesagt, leben, dass es da so ein bisschen merkwürdig ist. So. Und Hallihallo Kuro, was? Schon geübt für morgen? Was? Hä, was? Was ist morgen? Hä? Ach so. Das ist morgen, ja, okay. Nee, ich hab nicht geübt, wie ich Among Us spiele mit euch morgen. Ich bin da noch auf dem Stand von Freitag, also nö. War gerade kurz verwirrt, was du meintest damit. Was? Und ich überlese hier niemanden. Das ist eine Lüge. Rabauken Mone, dankeschön für den Follow. Der Name kommt mir sehr bekannt vor. Hast du nicht gestern Abend noch bei Krimi gefollowed? Ich habe nämlich Krimi Stream ein bisschen geguckt gehabt und da habe ich, glaube ich, den Namen auch gehört. Kommt mir zumindest sehr bekannt vor gerade. Aber dankeschön für den Follow. Wenn ich jetzt richtig liege, dann nice. Ich glaube, ich brauche hier was Helleres. Habe ich meinen Namen gehört? an sich musst du dich nicht unbedingt angesprochen fühlen. Aber ich habe gerade einen sehr lieben Follower erhalten und der Name kam mir sehr bekannt vor von deinem Stream gestern irgendwie. Ich weiß auch nicht. Dann kann ich ja wieder weiterbauen. Ja, kannst du dich weiterbauen. Entschuldigung, ich wollte dich nicht vom Bauen hier stören. Ich brauche Lichter, ich sehe nichts. Ich sehe hier nichts. So, typische Badezimmerlampe ist vermutlich. Was haben wir für eine? Ich überlege gerade. Aber die, wo ich habe, gibt es nicht. Sowas. Sowas ist so die typische Badezimmerlampe. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die Dusche ist hässlich. Ich glaube, die Dusche ist hässlich. Bei der Tapete würdest du weiß nehmen. Wenn du das sagst, dann nehmen wir weiß. Was? Lieber schön, Maser? Die Dusche? Ihr sagt, die Dusche war schön. Welche waren das jetzt nochmal? Nee. Die ist schön. Passte doch sehr gut zum Waschbecken. Also ich finde die hier jetzt schöner, wenn ich darüber nachdenke.
Gibt's nicht auch so Schränke, so Bartschrank-mäßig? Wie heißt denn das? Regia ist sicherlich nicht Masa. Es gab doch so Bartschränke, oder? Hier so. So ein Ding, meine ich. Ist ja auch nur meine Meinung, aber deine Meinung ist wichtig. Aber ich bin dann trotzdem zu stur, um Dinge umzusetzen, also... Naja. Wir hätten auch die Badewanne nehmen können, aber ich glaube, da wären die meisten Beteiligten nicht so sehr zufrieden damit gewesen. Würde ich zumindest jetzt behaupten. Oh lol, man kann hier oben noch eine Pflanze draufstellen. Why not? Oh, bisschen groß. Irgendwas Kleines. Zum Bambus. Ja, ich glaube, ein Bambus ist hübsch. Ich mache immer Sachen weiß, ey. Ich bin furchtbar, was das angeht. Weiß ist einfach am schönsten. Manche hassen mich, glaube ich, dafür, dass ich alles immer mit der Farbe versehe. Aber es ist einfach am schönsten. Wo ist denn der typische Klo-Vorleger? Ich brauche diesen typischen Klo-Vorleger gerade. Das ist irgendwie cute, ich nehme das. Das hat mich mit der Cuteness überzeugt gerade. Glaube ich. So. Maser Frage, kommt man noch an das Fenster, wenn du da alles davor stellst? Ja, also, das geht schon. Du kannst ja einfach hier, ne, mit deiner Hand dann so zwischen dem Bambus so kurz vorbei, ne, dann Fenster aufmachen. Oder, wenn man schlau ist, kauft man sich einfach eins von diesen langen Hebeldingern, die man auch zum Dachfenster öffnen braucht. Vielleicht, ne, sollte man sich sowas dann zulegen. Wenn man da Probleme mitbekommen sollte. Da sind die Leute schon erfinderisch genug, glaube ich. Wenn die da genügend Probleme haben, dann müssen sie sich was überlegen. Okay. Sowas kann ich nicht bringen bei Dr. Mengel, glaube ich. Die Kapsel hier ist voll cool. Also Doppelbett ist hier irgendwie aber jetzt auch nicht so wirklich, ne? Nee. Der darf keine Freundin sich holen. Er hat Freundinverbot. So ein Nachttisch im Gartentisch? Wait, what? Ich habe Fragen. Der ist hübsch. Hübsch, aber nein. Thank you.
Das ist irgendwie gruselig. Das ist wieder süß. Ich weiß nicht, was Dr. Mengel für einer ist. Das könnte man machen. Nein. Poster mit Argumenten. Sowas noch. Gibt es davon mehrere Variationen? Nein. Okay. Vielleicht noch hier. Ich hätte Bock, da noch so ein Mini-Aquarium hinzustellen. Oder sowas. Lass mir mal kurz gucken. Es gibt doch diese Mini-Aquarien. Hier so eins und dann auf so einen Tisch oder so. Muss aber, glaube ich, noch einen Tisch raussuchen, der da passen würde. Spiel den Lama-Tisch, glaube ich, ist nicht so gut, ne? Und Locke Potter, dankeschön für den Follow. Ich hoffe, ihr habt deinen Namen richtig ausgesprochen. Dankeschön. Locke Potter. Ja, ich hoffe mal. Regal oder so wieder? Masa, kann man bei Sims 4 auch jemanden besuchen? Hä? Wie meinst du? In einer anderen Welt? Multiplayer-mäßig? Nee. Aber du kannst dein Sim theoretisch, wenn du selber dich als Sim erstellst oder so, ne? Haben wir ja schon alles immer gemacht, dass wir dann gegenseitig Leute besuchen und so. Also, ne? So schon, also. Könntest deinen Sim theoretisch hochladen und dann könnte ich den halt auch irgendwie in meiner Welt rumdümpeln lassen. Sowas halt. Wenn ich das hier hinstelle, kommt die dann noch in die Dusche? Oder kommt er noch in die Dusche? Aber das sind alles so Riesenregale. Ich will eigentlich nur ein kleines, aber feines Regal, wo ich mein Dingens draufstellen kann. Mein kleines Mini-Aquarium. Ich habe doch keine so Ansprüche gerade. Nachttische wahrscheinlich nochmal, ne? Oder Schmucktische hieß das, ja. Irgendwas Kleines bitte. Vielleicht sollte ich auch den hier nehmen und den dann da so rüberstellen. Das hier dann als Nachttisch nehmen. Aber der ist auch so riesig. So. So ist, glaube ich, besser. Eigentlich muss da auch noch eine Lampe oben hin, ne? Die fehlt auch noch. Wir brauchen hier nur eine. Einmal sowieso das hier wieder. Wolkentag. Süß. Wir machen so eine merkwürdige Dingens dahin. Hier ähnliches. Wir brauchen hier auch wieder eine Lampe. Und zwar einmal hier. Und hier können wir irgendwas Cooles hinmachen. Irgendwas Spektakuläreres. Nichts zu übertriebenes, aber darf ruhig besser aussehen. Die hier nehme ich auch andauernd, einfach weil die hübsch ist. Vielleicht sowas. Oder sowas. Ja. Dann haben wir hier nämlich noch so einen freien Gangbereich. Wir bräuchten hier, by the way, auch noch ein Geländer an unserer Treppe. Mach das mal hier unten. Geländer, was haben wir denn hier Schönes? Es reicht, wenn sie da nicht runterfallen können. Das sollte schon genug helfen. So. Dann hier noch so einen Gartenzaun. Ist das dieselbe wie die Treppe? Sieht ziemlich ähnlich aus, ne? Ich glaube, müsste dann passen. So, hier haben wir auch noch so ein Fenster. Da müssen wir auch mal gucken, was wir dann hier noch irgendwie machen. Rausgucken kann man da irgendwie sowieso nicht, weil das zu hoch ist. Hier haben wir noch ein anderes Fenster, wo man zumindest rausgucken kann. Jetzt soll ich das auch noch eins höher platzieren. Dann sieht es aber nicht so schön aus, finde ich.
Gut, dass man Fenster jetzt frei platzieren kann, ne? Habe ich gehört. Kann man sich so ein bisschen in die Mitte hier schieben. Ein Kompromiss ist das, was man am erst noch machen sollte hier, glaube ich, ne? Ja, ich glaube, das ist besser. Als wenn das einfach ganz unten ist. Dann hier auf den Balkon müssen wir auch noch irgendwie raus. Mache ich hier dieselbe wie hier auf der Terrasse. Gar nicht so eintönige Platte. Ich glaube, das kann man machen. Dann da vielleicht noch zwei so Gartenstühle hinstellen. Mit einem kleinen Tisch. Ich glaube, das ist ganz gut. Gartentische, Esszimmertisch. Das sieht nach typischem Gartentisch aus. Ich möchte ihn aber eher in... Ja, okay, das ist vielleicht auch in Ordnung. Okay. Außenmöbel. Ist nicht ganz die Farbe, das triggert mich schon wieder innerlich. Das triggert mich schon wieder innerlich, wenn das nicht dieselbe Farbe hat. Das hier hat einigermaßen dieselbe Farbe. Die nehme ich auch andauernd her, die Stühle, weil ich da einfach weiß, dass die gut sind. Wir hätten auch das hier hinpacken können, aber ich glaube, da wäre es zu eng geworden. Dann noch eine schöne kleine Dekoblume oder so. Dekoblumen gehen nehme ich immer. Oder hier so einen komischen Stein. Ich glaube, sowas ist schön. Ja, so langsam wird das doch, Leute, ne? Hier, die große Veranda, müssen wir auch noch gucken, was wir da eigentlich hinpacken wollen. Wir könnten auch hier so einen... Es müsste den Anbaukasten doch hier geben, oder? Hier so einen Anbaukasten hinpacken. Den gäbe es ja auch, wo man selber Sachen pflanzen kann, aber ich glaube, den nehme ich mal nicht so... der passt zum dunklen Holz von dem Ding. Wann werden wieder Sims erstellt? Ich will das mal sehen. Sims erstellen? Wir müssen, wie gesagt, noch gewisse Leute fertig machen. Aber in letzter Zeit haben wir eh, glaube ich, relativ viele erstellt. Also... Weiß ich nicht, ob noch irgendjemand ansteht. The Sky wollte, glaube ich, noch irgendwann mal. Aber ansonsten weiß ich nicht, ob demnächst noch jemand kommt, der auch ein Sim erstellt haben möchte. Müssen wir mal gucken. Ich habe auch schon die Punkte gesammelt. Achso, ja, an sich könnten wir das mal machen. Dann, wir müssen halt gucken, wann es am besten vom Timing passt. Aber kriegen wir eigentlich hin. So ein Schiff ausstellen, ne? Boah, der wäre auch irgendwie cool. Ich wüsste nicht, wo gerade. Achso, haben wir überhaupt einen Spiegel hier jetzt? Nee, ne? Ich habe einen Spiegel vergessen. Ich wollte noch einen Spiegel hier hinmachen. Boah, der ist immer am coolsten, aber der ist zu groß. Der hat Blümchen dran, ist vielleicht nicht so gut für Dr. Menge. Boah, so eine... Boah, das ist cool. Den nehme ich. Einfach über den kompletten Raum hinweg. Den nehme ich. Was? Mariechen? Es wollten einige, ja. Steffi wollte auch, und ja. Also wir haben noch einige vor uns, die wir erstellen müssen und so. Und theoretisch würde ich auch an sich gerne allen dann auch ein Haus bauen halt, ne? Was ist das hier eigentlich? Okay. Theoretisch wollte ich auch allen ein Haus bauen und so. Ich mache hier oben dann wieder so eine Bücherecke oder so. Ich mache immer, in diesen Gängen kommt dann immer so eine Pflanzenbücherecke hin. Immer. Ich finde, das ist aber auch eine gute Idee. Haben wir auch so einen Schrank, der jetzt nicht zu hoch wäre, aber hier irgendwie perfekt reinpassen würde. Kann ich den kleiner machen? Ich kann den kleiner machen, ne?
So könnte es vielleicht sogar interessant aussehen. Da so ein Bücherregal drin zu haben. Vielleicht dann noch Deko draufstellen oder vielleicht sogar einfach dieses Bücherregal draufstellen. Why not? Ach, guck mal, es gibt auch so ein Baby. Ist das nicht? Warte mal, das ist ein Koala. Kann man den auch zum Hamster machen? Oh, den gibt es mit ganz, ganz vielen Bären. Das ist fast ein Hamster, würde ich sagen. Wobei wahrscheinlich eher ein Otter oder sowas, oder? Ah, wie süß. Oder ist es ein Hamster? Das ist süß. Muss ich mir irgendwo platzieren mal. Wir haben echt sehr viele Sitzmöglichkeiten dann hier, ne? Just saying. Vielleicht soll ich da eher nochmal irgendwas anderes von Aktivitäten oder so hinpacken. Was hatten wir denn noch? Wir hatten so einen Kickertisch, aber der passt hier locker nicht hin. Hier kann doch niemand kickern in dem Bereich. Bowlingbahn wird auch schwierig. Waschmaschine, falls man das mit dem Waschen machen wollen würde. Klassischer Spiel das Lama-Tisch. Was haben wir hier unten jetzt eigentlich? Hier unten haben wir den Boxsack, ne? Wir könnten auch das hier hinpacken. Dann können die da dieses Spiel spielen. Und den Boxsack vielleicht nach oben verschieben. Damit man dann hier so boxen kann. Maybe. Klingt eigentlich auch ganz chillig. Familienpinnwand. Wenn da nur eine Person wohnt, momentan eher nicht. Die Dekokiste packe ich da mal hin. Vielleicht mache ich hier gar nicht so viel Deko hin. Vielleicht noch einen kleinen Sessel. Wirklich nur einen kleinen Sessel. Oder so eine Chill-Couch hier wäre auch nice. Wie sowas noch. Wo du einfach nur chillen kannst, wenn du keinen Bock mehr auf alles hast. Ich glaube, sowas ist cooler hier. Kannst du da ein Buch nehmen, kannst dich hier hinhocken, kannst hier noch das machen. Hier hast du das noch alles. Ja. Ja. Doch, das ist es, Leute. Das fühle ich. Dann haben wir hier das hier alles. Dann kannst du hier dieses Lama-Spiel spielen, wenn du das willst. Oh, ich kann hier sogar noch die Farben umändern von dem Zeug hier. Kann ich das Spiel hier auch ändern? Nee. Okay. Und dann fehlt nur noch der Eingangsbereich ein bisschen was. Was machen wir im Eingangsbereich noch alles hin? Eigentlich nur so Ablagedinger, ne? Wo du deine Schuhe hinstellen kannst. Sowas halt. Das mache ich unter. Das mache ich auf jeden Fall unter die. Unter die Treppe. Muss hier nicht auch noch das Ding geben, wo hier das hier Garderobe. So. Was haben wir hier noch? Das sieht komisch aus. Keine Ahnung, was das ist. Irgendein explosives Fass oder so. Weiß nicht, ob das so gut kommt. Wobei es irgendwie auch coole Deko wäre. Wenn man das als gute Deko verpacken würde, wäre es bestimmt nice. Irgendwelche Statuen. Wenn die alle nicht so merkwürdig aussehen würden halt. Grabstein. Man kennt's. Ich würde auch gerne irgendwie so eine Art Eisenbahn mal so Dekomeise bauen. So eine Deko-Eisenbahn. Man könnte das Ding vermutlich ausstellen oder sowas hier. Da könnte man irgendwo so einen kleinen Tisch noch hinbauen und dann irgendwie sowas draufstellen. Oh, wie ich glänze. Was ist denn das? Ist das eine Art Tisch, wo man Sachen draufstellen kann? Nee, ne? Was soll denn das sein? Verstehe ich nicht. Okay. Man könnte auch da noch einen Kamin hinpacken.
Ich hätte schon gern einen Kamin, aber es ist halt schlecht für die Umwelt. Jetzt wollte ich nochmal fragen, was ist jetzt gut für die Umwelt? Wahrscheinlich sowas wie, wie heißt denn das Ding? Achso, sowas könnten wir bei der auch hinpacken. Kerzenherstellung. Blumenbinden, Kreativ, Kunsttisch, Mutter Erde, das ist für Kinder. Vielleicht stellen wir uns sowas da noch hin. Aber ich suche gerade was anderes eigentlich. Ich habe schon wieder vergessen, was ich suchen wollte. Hier, das hier. Ökologischer Fußabdruck grün. Kann ich irgendwie nach ökologischer Fußabdruck grün suchen oder so? Ökologischer Fußabdruck grün. Aber ich sollte vielleicht Sims 4 davor schreiben. Ich will keine Cheats, ich will wissen, welche Dinger das haben. Ich vermute, ich muss wahrscheinlich einfach sowas dann irgendwo haben. Einfach irgendwo auf dem Dach halt Sonnenkollektoren zum Beispiel rumhängen haben. Ich glaube, das könnte schon helfen. Die anderen haben keinen schlechten Einfluss, oder? Wasserkollektoren. Ich glaube halt, alles, was dann mit irgendwas anzünden zu tun hat, teilweise ist halt schlecht. Also ist halt die Frage, ökologischer Fußabdruck industriell 5, ne? Wie viel haben die hier? 3. Wenn ich 2 davon habe, kann ich dann einen Kamin platzieren, ohne dass ich komische Konsequenzen davon tragen muss? Eigentlich würde ich behaupten, ja. Kamin? Nein, nicht so ein Kamin. Hä? Warte mal. Kamin? Ich finde den hier immer noch am hübschesten. Was hätten wir sonst noch im Angebot für Kamine? Nicht so wirklich. Vielleicht nehmen wir den mal. Ich sehe immer noch fleißig am Bauen. Ja, wir sind da jetzt immerhin zumindest schon mal im Einrichtungsmodus, ne? Wir sind immerhin schon mal im Einrichtungsmodus, Alex. Wir verbrennen das Schiff. Warte mal, steht das normalerweise? Oh, okay, das muss noch eine Stufe höher. Na komm. Schwebt das jetzt? Boah, ich hasse es. Dann kommst du halt nur so halb hier raus. Das ist immer nervig. Sonst noch irgendwas, was wir drauf platzieren könnten auf dem Kamin? Was dann schöner aussehen würde? Oh ja, den hier brauchen wir auch noch. So. Was darf sonst nicht fehlen? Was darf denn sonst in dem Eingangsbereich nicht fehlen, Leute? Ist da noch was? Was hat man denn sonst noch in dem Eingangsbereich? Hier noch ein Bild drüber. Irgendein schönes einladendes Bild, von dem man sich denkt, boah, hier würde ich gerne bleiben. Okay, das ändert nur die Rahmenfarbe. Ja, da würde ich auf jeden Fall nicht bleiben wollen, wenn ich das Bild sehen würde.
Ich vermute, dass das andere tatsächlich besser passt. Oder das hier. Das andere finde ich trotzdem einladender. Ich werde das lassen. So. Mein Tisch tanzt wieder, oh Gott. Sind die Nachbarn wieder so schlimm? Dein Tisch fängt an zu tanzen. So, so. Normalerweise würde man sich fragen, was bedeutet das, aber ich weiß es natürlich inzwischen schon. Hier irgendwie noch was hinhängen oder so, aber was? Ach, es gab aber auch noch die Kleiderhaken, ne? Wo du Sachen so draufhängen konntest. Im Gegenzug zu den Dingern gab es doch auch noch die Dinger, die man aufhängen konnte. Wo sind die hier? Schuhregal. Aber wo sind die anderen Regale, wie gesagt, wo man die... Oder was sind denn die dann? Unter was sind die dann? Ein Spiegel in der Eingangshalle wäre, by the way, auch eine Idee. Aber bitte einer, der nicht protestlich aussieht. Das sieht auch cool aus. Ah, wo sind denn die Dinger? Ich will die Dinger haben, die man sich so drüber hängt. Ich finde die nicht. Ich bin blind. Heißt das auch egal? Ach, hier sind sie. So. Jetzt glaube ich, bin ich soweit zufrieden mit dem mit der Inneneinrichtung von dem Haus hier. Es fehlt halt nur noch die Veranda hier und halt der Garten. Das ist eigentlich jetzt wirklich alles. Ansonsten ist es wirklich ganz schick geworden, würde ich behaupten. Ich hoffe, euch gefällt es auch soweit. Ja, okay. Das kann man lassen. Also, Garten und draußen, ne? Wir haben einen sehr großen Hintergartenbereich jetzt frei. Und ich wollte mit einem Zaun arbeiten dieses Mal, wenn es geht. Müssen wir mal gucken. Was haben wir denn für Zäune? Was haben wir denn für Zäune hier? Irgendeiner, der bestimmt nicht so aussieht, als würde er... Naja. Der passt tatsächlich ganz gut zum Farbmuster des Ganzen hier. Wenn man ausnahmsweise mal genügend Platz gelassen hat, um einen wunderschönen Zaun zu machen. Oder was meint ihr? Findet ihr den schön? Oder eher doch nicht? Ich finde den eigentlich ganz in Ordnung. Ich glaube, mit dem kann man arbeiten. So. Hier müssen wir das so zumachen, damit wir da ein Gartentor hinpacken können, ne? Ich will den nicht mit dem Cheat platzieren, weil dann ist wieder buggy. Da fehlt Grün. Wo fehlt Grün? Im Garten? Ich weiß, dass da noch Bepflanzung fehlt, falls du das meinst. Okay. Ich hätte gern einen Swimmingpool. Ein ordentlichen dieses Mal. Swimmingpools sehen immer so reingeplatzt aus irgendwie. Ich finde, der muss auf jeden Fall in der Umgebung gut drin reinpassen. Ansonsten will ich den wieder nicht.
So, das finde ich auch immer zu hässlich. Swimmingpool. Wie macht man einen Swimmingpool, damit er gut aussieht, ey? Das Tutorial habe ich nämlich noch nicht gemacht. So, was? Okay. Ihr regelt das schon wieder unter euch, oder? Ich bin gerade wieder zu konzentriert aufs Bauen, tut mir leid. So, okay. Dann haben wir hier ein paar Verzweigungen. Hier haben wir dann den Pool. Wobei ich den Pool, glaube ich, leicht abändern will. Vielleicht hätte ich ihn da komplett hinten auch noch anders machen sollen. Dass ich den auch eher... Hä? Bin ich gerade dumm? Was habe ich jetzt gemacht? Einmal so, einmal so, einmal so. Jetzt stimmt. Ich weiß nicht warum, aber ich mag die Pools immer lieber, wenn die so kantig sind. Frag mich nicht warum. So, in weniger als einer Woche habe ich mein Geld und suche nach Computerteilen. Yes, time pass now. Sehr cool, Alex, sehr cool. So. Das sieht alles sehr... Habe ich bei meinen Teichs eigentlich die Dinger hier teilweise reingepackt oder habe ich die so gelassen? Ich muss dann fast nochmal gucken irgendwann mal. So, da muss ich ja fast nochmal gucken. Ich hätte auch ehrlich gesagt mal Bock, nochmal selber ein eigenes Schwimmbad zu bauen. Immer wenn ich die Dinger hier sehe. Da bekomme ich immer Bock in Sims einfach selber mein Schwimmbad zu bauen. Nicht das vorgefertigte zu nehmen. So, sonst noch was, was wir brauchen? Das haben wir alles. Das ist auch in Ordnung. Perfekt. Okay, Garten steht schon mal soweit. Dann, was kann man denn noch alles in den Garten packen? Was können wir hier hinten machen? Draußen. Immer dieses draußen. Ich gehe ja so selten nach draußen, deswegen weiß ich halt nicht, was man da alles hinpacken kann, ne? Ist halt blöd. Ganz doof gelaufen bei mir. Heckenlabyrinth, oh Gott. Sicherlich nicht. Das ist alles nicht so hilfreich. Also das mit dem Grill, da überlege ich auch. Grill ist in Ordnung, denke ich. Aber ansonsten finde ich hier gerade gar nichts, was mir...
was mir zusagt, wenn ich ehrlich bin. Ein Whirlpool kriegst du nicht, weil du hast ja schon einen Pool selber. DJ-Anlage. Kinder hat er auch keine, da wird es auch nichts bringen. Also vielleicht noch so einen kleinen Grill. Und dann noch mehr Stühle? Wir haben gefühlt schon so viel Zeug. Was ist das hier? Gregors große Grillbude. Hungrige Sims überqueren das Meer, um diesen 4-Sterne-Imbiss zu besuchen. Okay, wieso kenne ich den nicht? Ich glaube, ich muss mal nach Gregor suchen. Da kommt mir nämlich irgendwie gerade so gar nicht bekannt vor. Grillschild aus Garant. Ich wollte übrigens auch mit euch nochmal irgendwann ein Restaurant nochmal bauen, weil ich wollte ja nochmal ein zweites, oder ein drittes eher gesagt, ein drittes Restaurant haben. Irgendwann mal. Ja, wir haben da jetzt noch einen Grill. Wir brauchen halt wirklich noch einen kleinen Sitzplatz nochmal. Gibt's Außentische? Kaffeetisch, Esszimmertisch, Schmucktisch, Vitrinen. Ich glaube, einen wirklichen Außentisch gibt es nicht, ne? Ich habe das Gefühl, also Sitzmöglichkeiten gibt es in dem Haus jetzt irgendwie dann genug. Aber hier gibt es außen Möbel wieder. Das zählt also wieder als was anderes offenbar dann. Naja. Wäre auch cool, wenn man das so machen könnte, aber so eine Bank eher anstatt. Das Problem ist nur, dass sie dann den Tisch, glaube ich, nicht ordentlich nutzen werden. Als würde schöner aussehen. Zumindest. Ich mache das dann einfach mit zwei Bänken, oder? Ja, wobei, sieht gar nicht so viel schöner aus. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich es einfach schief platziert habe, aber trotzdem. Welche Steine hatte ich hier genommen? Hatte ich die hier? Nee. Kacke, jetzt weiß ich nicht mehr, welche das waren. Die hier? Ja, die hier waren das. So. Dann fehlen jetzt wirklich eigentlich nur noch Gebüsche und Bäume. Und Gräser hier halt. Dann haben wir es.
So, das wäre der Teil. Bäume. Was passen hier für Bäume rein? Was haben wir denn da drüben genommen? Hier haben wir so eine Birke genommen. Und in der Gegend, hier ist so ein fetter Baum. Da haben wir die... Ja, die normaleren, ne? Oh, Granite Falls. Für Granite Falls wollte ich auch mal noch meine eigene Unterkunft irgendwie machen, zum Beispiel. Nehmen schon mal einmal von den Bäumen. Dann... Hier ist so ein vielleicht noch. Und hier noch so ein irgendwo. In der Nähe des Hauses am besten. Hier ist, glaube ich, gut. Für den Vorderbereich brauchen wir eigentlich auch noch irgendwie vielleicht ein paar Blumen hier vorne einfach. Hier haben wir ja unseren dünneren Weg. Was können wir denn hier für schöne Blümchen unterbringen? Vielleicht auch so eine Hecke mal ausnahmsweise, die ich tatsächlich eher seltener benutze, weil ich die manchmal gar nicht so schick finde. Allerdings könnte hier ganz gut sogar passen. Ausnahmsweise. Normalerweise bin ich kein Fan von denen. Von den Hecken hier. Aber in dem Fall geht's, denke ich. Kann ich nicht? Okay. Okay, Spiel, dann halt nicht. Nein. Hier im Vordergarten wäre es eigentlich auch noch hübsch, wenn man da vielleicht noch irgendwas Besonderes hätte. Irgendwie noch einen kleinen Baum, oder? Beim Baum würde das Setting fast ein bisschen stören hier da vorne gleich. Vielleicht würde ich da doch eher keinen Baum hinpacken. Wann ist es eigentlich so viel später geworden? Ja, ich glaube, das ist ganz gut so. Auch mit dem Garten, der ist auch ganz gut geworden, würde ich sagen. Kein Baum, nee, ne? Finde ich jetzt irgendwie auch im Nachhinein nicht so gut. Hatten wir nicht noch diese Pflanzen hier in dünner? Oder waren die vom... Ah, hier gibt es was in dünner. Guck mal. Die würde ich nämlich vielleicht gerne hier so an der Hausmauer noch entlang haben. Gibt es auch in mehreren Farben. Kann man ein bisschen durchmischen. Welchen Chip braucht man, um die Objekte übereinander zu platzieren, wie bei den Blumen? Um die Objekte übereinander zu platzieren, wie bei den Blumen? Achso, dass ich die so reinschieben darf. Das ist bb.moveObjectsOn. Hier vielleicht noch irgendwie so ein... Es gab doch diese... Na, wobei... Ich mach trotzdem da eine Außenlampe hin. Eine Außenlampe. Gibt's bestimmt, oder? Eine Außenlampe und vielleicht noch so ein Blumenkübel. Wand. So. Typische... Ah, das hier ist die typische Außenlampe eigentlich. Vielleicht finden wir auch noch was Schöneres. Die hat auch was.
Was packen wir auf den Balkon hier noch? Oder auf die Veranda? Ich will nicht noch mehr Sachen zum Hinsitzen dahin packen. Was kann man denn auf die Veranda packen? Was hat man auf seiner Veranda stehen? Man hatte halt eigentlich Sitzgelegenheiten stehen, ne? Wenn ich so drüber nachdenke. Wobei, bei meiner Oma ist gar nichts. Wir könnten eine Außensauna hinpacken. Ich glaube, da stimmt ihr mir aber nicht so zu, glaube ich. Das denken nur wahrscheinlich, wenn dann wieder ich. So, mein Bauch beschwert sich auch schon wieder, dass ich Hunger bekomme, ey. Hier gab es doch so tolle Sachen. Ein Basketballkorb. Und am besten alt gedrückt halten, das kann ich halt auch noch sagen. Einfach alt gedrückt halten brauchst du halt auch. Dann kannst du die so besser schieben. Hausstromgenerator, der hat bestimmt keinen guten, ja, ökologischer Fußabdruck industriell, wundert mich überhaupt nicht. So eine Recyclingmaschine auf der Veranda zu haben, ist auch nicht schön. Vogelfutterdingens vielleicht. Und hier noch eine Blumenbank. Vielleicht hätte ich auch den Debug-Mode anmachen sollen. Der hat mir bestimmt auch weitergeholfen. Wir könnten hier so zwei so Pflanzkübel hinpacken. Vielleicht hätte ich mir im Debug-Mode noch was Schönes gefunden. Und ein Fahrrad, komm. Ein Fahrrad kannst du noch hinstellen. Da ist eigentlich eh schon fast genug. Was hätte ich im Debug-Mode jetzt vielleicht noch finden können, was ich hier hinpacken wollen würde? Ich glaube, nichts Wichtiges. Manchmal gibt es da noch ein paar schönere Pflanzen, aber ich finde, das reicht eigentlich eh fast hier schon. Ich würde sagen, eigentlich reicht das, oder? Eigentlich sind wir fertig. Wenn ich mir das so im Gesamtbild jetzt ansehe. Vielleicht noch einen anderen Briefkasten. 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 Der hier sieht ein bisschen spannender aus. Gibt es einen aus Newcrest irgendwie mäßig? Festlicher Briefkasten? Nee. Tierarztkarriere? Oder halt, ja doch, wir lassen den. Hast du sehr schick gemacht. Ja, ist eigentlich ganz gut. Ist mal was anderes wieder gewesen. Ist wirklich wieder mal was anderes gewesen. Es ist jetzt trotzdem... Na, es ist jetzt trotzdem nicht das, was ich eigentlich machen wollte mit dem... Wobei doch, indirekt schon, mit dem hier. Mit dem hier ist es indirekt das geworden und das hier vielleicht auch ein bisschen. Aber eigentlich wollte ich es noch ein bisschen anders machen. Aber doch, das ist indirekt das geworden. Das hier haben wir nämlich auch beim DBD-Haus. Was steht denn da eigentlich für ein... Also die Überlappung merkt man halt schon ein bisschen hier. Aber ich glaube, das stört schon nicht. Das sieht man kaum. Ja, ich glaube, ich bin zufrieden somit. Das kann man, glaube ich, lassen. Wie nennen wir denn das? Das hier war, hatte ich dem einen bestimmten Namen gegeben. Ich glaube, einfach nur Modern House oder so. Summer House in Newcrest. So.
Oh, jetzt habe ich gar nicht angegeben, wie viele Schlafzimmer man hat und so. Na, egal. Egal. So. Ich würde sagen, dann hätten wir das erstmal fertig, Freunde. Und dann kommen wir jetzt mal erstmal wieder zur Rennmaus-Hütterpause, würde ich sagen. Und vermutlich geht später dann nochmal weiter oder so mit vielleicht ein bisschen Gameplay und so, oder? Mal gucken. Wie viele Erweiterungen und so weiter hast du? Ich kann es dir gerne kurz zeigen. Gib mir eine Sekunde. So, in der Zwischenzeit gucke ich mal selber was anderes. Nochmal, So, das sind die Erweiterungen, die ich habe. Das ist die Erweiterung, die ich nicht habe. Ne? Er ist immer am Flexen. Flex mal bitte. Aber ansonsten habe ich alle. Inzwischen. Wir hatten anfangs, als wir wieder angefangen haben mit Sims, weiß ich gar nicht, wie viele wir da hatten. Ich glaube, da hatte ich hier irgendwie 2 oder so. Und hier hatte ich auch. Das hier hatte ich bestimmt nicht. Das hier hatte ich nicht. 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 Also eigentlich hatte ich da, glaube ich, nur Vampir, als wir wieder angefangen hatten. Ist dann irgendwie so gekommen jetzt mit der Zeit. Immer so mal wieder ein bisschen, ne? Aber ich muss schon sagen, es hat sich schon irgendwie trotzdem gelohnt, weil man hat halt echt viel, 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 viel mehr Möglichkeiten dadurch, die man halt machen kann. Also das war halt schon nice, als ich dann die so nach und nach, als sie halt dann mal alle im Angebot waren und so Zeug, ne, dann so nach und nach geholt. Das war ganz schön. Ich habe letztens erst mal ein Screen rausgeholt, sonst hätte ich es nicht sagen können. Ha. Okay, Freunde. Ich würde so langsam dann sagen, dann mache ich mal meine kurze Rennmäuse-Fütterpause und alles. Und falls mir nicht doch irgendwie was zwischenkommt später, werden wir vermutlich so gegen 20.15 Uhr oder dann oder sowas dann vielleicht wieder weiter streamen, ne? Was, das ist lustig, wie das Lama hinter dir immer nach aufmerksam geiert. Wait a minute. Stimmt, du hast recht. Sei mal ruhig da hinten. Hört nicht auf mich, mach trotzdem weiter. Immer diese Lamas, ey, schlimm sowas. Richtig, richtig Aufmerksamkeit, geiles Lama, würde ich mal sagen. Okay, so. Ich habe 2 Optionen, wo wir hin raiden könnten. Ich sag die einfach mal gerade. Wir könnten zur lieben Buschfrau raiden. Die streamt nämlich, die streamt was anderes. Die streamt, Murmeln. Oder wir raiden zu einer anderen Sims-Streamerin, zu der lieben Mektabea, die offenbar gerade ein Haus einrichtet. Was sollen wir machen, Leute? Wo sollen wir hin raiden? Wo wollt ihr lieber hin? Wollt ihr weiter Sims gucken oder wollt ihr zur Murmelfrau, oder zur offiziellen Murmelfrau der lieben Buschfrau? Kimi sagt weiter zu Sims. Sims? Okay. Dann würde ich sagen, dann reden wir zu der lieben Mektabea. Oder einfach nur Tabea, glaube ich, sagt man, glaube ich, hoffe ich am besten. Ich hoffe, ich spreche nicht wieder Namen falsch aus, dann bereue ich es nämlich. So, und Lucy Theo, ne? Schön, dass du auch mal schreibst. Freut mich, das zu sehen. Wie gesagt, wir reden dann weiter zu Sims, wenn er das lieber guckt. Sehr gut. Lucy war wahrscheinlich heute den ganzen Stream am Zugucken, hat aber wahrscheinlich sich nicht getraut, was zu sagen. Aber schön, dass du da warst, Lucy. So, Freunde, dann raiden wir da mal rüber und wir sehen uns dann später wieder bei, wieso wollte ich gerade Tell Me Why oder irgendwie sowas sagen? What the fuck? Bei Sims wahrscheinlich, aber mit Gameplay oder Sims-Erstellung, falls das jemand machen möchte. Geplant wäre eventuell Gameplay. Damit wir, irgendwoher muss ich ja mein Geld bekommen, damit ich mir diese Luxuswohnung leisten kann. Stimmt nicht, hab selbst gespielt. Achso, okay, dann bist du ja, dann hast du es gerade erst reingeschafft und dann höre ich auf. Das ist aber auch sehr dramatisch dann, muss ich sagen. So. Okay, Freunde. Dann packen wir's, lasst lieber Hamstergrüße beim Raiden da und wir sehen uns später wahrscheinlich wieder, wenn alles glatt läuft, ne? Bye bye, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.